Vielleicht habt ihr vor ein paar Wochen den Livestream auf meinem Kanal mitverfolgt und gesehen, dass ich zu Gast bei Utopia war. Wer es nicht mitgekriegt hat, Utopia war ein Livestreaming-Event mit dem Ziel, Baumspenden zu sammeln. Es wurde 99 Stunden lang gestreamt und ich war für eine Nacht, also 2 Tage, auch mit dabei. Wir haben ganz viel über Nachhaltigkeit gesprochen, über Ernährung, über Mobilität, über Umweltschutz, Klima und so weiter, hatten einige spannende Talkgäste zu Gast, sowohl per Livestream als auch live unter der Kuppel, unter der wir da gelebt haben. Und ich hatte das Vergnügen, einen spannenden Talk zu führen mit interessanten Gästen. Gregor Gysi, Cem Özdemir, Judith Rakers, Alexander Herrmann und Julia Klöckner. Und ich hatte euch da gesagt, dass ich das Video nochmal separat auf meinem Kanal hochladen möchte. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich will das nicht einfach nur so hinklatschen, sondern das war auch für mich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und es gibt so ein paar Learnings, die ich euch da einfach auch noch direkt mitgeben wollte. Und ich habe auch längst nicht alle Fragen gestellt, ne? Also ich hatte noch sehr, sehr viel mehr auf meinem Zettel vorbereitet. Das war teilweise ein großes Durcheinander und ich dachte mir, deswegen schauen wir das einfach mal gemeinsam an und ich kann auch noch so ein bisschen was zu ergänzen. Ich habe mir gerade eben diesen Kopfhörer ins Ohr gemacht und das erinnert mich schon direkt an die Zeit und an das Interview. Ich habe nämlich da so einen Knopf ins Ohr bekommen im Prinzip und konnte da die ganze Zeit die Anweisungen der Regie hören. Die konnten mir dann sagen, was jetzt als nächstes passiert oder wen ich doch jetzt vielleicht mal ansprechen soll oder was auch immer eben da gerade so anstand. Es ist eben auch wichtig, um so zu wissen, wie lange geht der Talk noch, wie viel Zeit haben wir noch, wann geht der nächste Talk los und so weiter. Ich muss sagen, ich ziehe wirklich meinen Hut vor all denjenigen, die sowas öfter machen und professionell Interviews führen und so weiter, weil das ist wirklich eine Herausforderung, einer Person eine Frage zu stellen, zuzuhören, sich gleichzeitig schon eine Anschlussfrage zu überlegen und dann auf eventuelle Regieanweisungen eingehen zu können. Wenn jetzt mir also jemand sagt, da sprich doch als nächstes Mal mit Frau XYZ, dann muss ich ja das Gesagte aufnehmen, daraus eine Frage basteln und die dann jemand anderem zuspielen. Wisst ihr, das war so für mich ein kleines bisschen verwirrend. Kommt ihr auch dazu? Mhm. Jemand von euch? Ja. Ich gebe mir noch kurz Wasser. Ich bin noch berechtigt, bin das zu essen. So, das Telefon klingelt, es ruft jemand an. Ach so. Wollt ihr herkommen und wir gehen dran? Ja. Hallo. Das war so chaotisch. Hallo, kann man uns hören? Ja, hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Özdemir, Herr Gysi. Alle waren so schüchtern und niemand wollte kommen. Hier ist gerade noch ein bisschen leer, aber ihr könnt gerne noch kommen und unsere Couch füllen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, um mit uns ein bisschen zu sprechen. Wir möchten nämlich gerne über fairen Handel, faire Produktion und faire Preise mit Ihnen heute reden. Die Fairhandelsbewegung wird dieses Jahr in Deutschland 50 Jahre alt, für alle, die das nicht wussten, und hat sich so aus einer Unzufriedenheit rausgegründet, so dem unfairen Welthandel gegenüber mit dem Ziel, bessere oder fairere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen am Anfang der Lieferkette zu schaffen. Und da jetzt natürlich erstmal unsere Frage, wie läuft denn so der faire Handel in Deutschland? Also ist fairer Handel ein großes Thema in Deutschland? Einfach mal so in die Runde gestellt. Okay, wow, es war so chaotisch am Anfang und da muss ich natürlich schon auch ein bisschen die Schuld auf meine Kappe nehmen. Das war ja so Cold Start, das ging einfach los und dann war ich die Einzige, die geredet hat. Und dann musste ich erstmal ganz kurz meine Gedanken sortieren und habe die Frage einfach so in die Runde gestellt. Und das war schon so das Erste, was ich nicht mehr machen würde, sondern immer gezielt eine Person ansprechen. Ansonsten groß Chaos. Ah nein, die verstehe ich. Das war eine Aufforderung, dass ich anfangen soll. Also irgendeiner halt. Thema habe ich angefangen, ja, Politik zu machen. Ich war in der Schule Klassensprecher, Schülersprecher und eine der ersten Aktivitäten war fair gehandelte Produkte von der Gilpa. Ich weiß nicht, ob das euch noch was sagt. Gibt es ja bis heute zu verkaufen. Das war der Lacandona-Honig damals aus Mexiko. Das war der Nicaragua-Kaffee, auch mit dem Gedanken Solidarität mit Nicaragua damals, im Protest gegen die Militärdiktatur. Das war Tee aus Sri Lanka beispielsweise, aus Tansania. Schwarztee, immer fair gehandelt eben, sodass die Arbeiter dort halbwegs fair bezahlt wurden, aber eben auch sozialversichert waren, krankenversichert waren, um noch Geld quasi übrig blieb, um dafür zu sorgen, dass die Leute weitergebildet werden, die Kinder in die Schule gehen etc. Das haben wir in der Schule damals verkauft und das war ein Nischenprodukt. Und heute, jetzt einige Jahre später, sehe ich diese Produkte Gott sei Dank auch immer mehr im Mainstream-Handel. Ich sehe sie, wenn ich irgendwo hingehe, dass fair gehandelte Produkte
gekauft werden, aber es ist nach wie vor so leider, dass es immer noch im Verhältnis zum Rest der Produktion nach wie vor immer noch eine Nische ist und nicht da ist, wo eigentlich sein müsste. Ja, ja, warum ist es so? Was sind da so die Herausforderungen beim fairen Handel? Weil eigentlich würde man ja jetzt so denken, das findet doch eigentlich jeder gut, dass alle fair bezahlt werden. Da könnten wir doch mal sagen, da sind wir dafür. Wir möchten gerne, dass jedes Produkt einfach fair ist. Was sind da so die Probleme? Das warum Problem ist es so? Ich weiß nicht, ja, in der Theorie sehen wir in der Praxis, dass man die Produkte halt eben auch kauft. Habe ich Herrn Oetschling nicht verstanden. Ach, jetzt spricht der Regel. Ich glaube, dass die Talks alle cooler gewesen wären natürlich, wenn alle live unter der Kuppel gewesen wären und eben nicht so per Livestream. Vielleicht kennt ihr das so von, keine Ahnung, Skype, Zoom, wie auch immer, Videotelefonie allgemein, dass es halt schwierig ist, dann den oder die andere zu verstehen, weil das alles so ein bisschen zeitlich versetzt ist, dann fällt man sich gegenseitig ins Wort und so, und natürlich war das hier auch so. Auch der Ton war nicht immer ganz prall, werdet ihr jetzt wahrscheinlich im Laufe des Videos auch merken, da ist noch Luft nach oben. Also ich wollte nur sagen, ich habe ihn leider nicht verstanden, deshalb weiß ich nicht, was er gesagt hat. Das Problem ist eben die Zahl der Ketten dazwischen. Jetzt wird über das Thema diskutiert aus zwei Gründen. Einmal geht es um die Frage der neuen Freihandelsabkommen. Und Freihandel bedeutet immer, Uganda darf zollfrei alles an uns liefern und wir dürfen zollfrei alles an Uganda liefern. Das ist aber nicht fair, weil unsere Möglichkeiten natürlich viel breiter sind als die von Uganda. Das ist immer meine Kritik an den Freihandelsabkommen, wenn es keinen Ausgleich gibt. Und das Zweite ist, dass wir jetzt ja über so ein Kettengesetz beraten. Da sollen ja Unternehmen auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn an denen Kinderarbeit steht oder furchtbarste Ausbeutung steht etc. Und darüber beschweren sich wieder die Unternehmer, weil die sagen, ja, wenn das eine direkte Kette ist, verstehen sie es, aber wenn 14 Glieder dazwischen sind, sie haben gar nicht die Kraft, das zu analysieren, was da ganz am Anfang passiert ist. Kurzum, wir brauchen hier Lösungen dergestalt, dass wir eben verhindern, dass zum Beispiel Produkte aus Kinderarbeit etc. hier in Deutschland landen, T-Shirts und andere sind häufig so billig, dass man sich schon ausrechnen kann, wie im Ursprungsland die Arbeitskräfte behandelt und bezahlt werden. Nun wiederum, wenn du dort mit den Armen sprichst, sind sie auf die Arbeit der Kinder angewiesen, weil sie sonst gar nicht überleben können. Es gibt etwas Neues, und das ist interessant. Wir haben ja in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika und in Asien gar nicht wussten, wie wir leben. Aber nun ist das Handy erfunden worden. Nun wissen wir es. Jetzt gibt es einen weltweiten Lebensstandard-Vergleich, also einen Vergleich weltweit. Und das bedeutet, die soziale Frage, die früher vorwiegend eine nationale war, ist plötzlich eine Menschheitsfrage geworden. Und die Regierungen sind noch nicht fähig und in der Lage, sich dieser Frage wirklich zu widmen. Es wird aber höchste Zeit, es zu tun. Ja, dann ist natürlich auch so für uns jetzt als KonsumentInnen total undurchsichtig. Also es gibt ja einen Siegeldschungel, in dem man da irgendwie versucht, sich zurechtzufinden. Und wenn irgendwo draufsteht, ja, keine Ahnung, Fair Trade oder sowas, dann bedeutet es ja gar nicht, dass dieses ganze Produkt, wenn es sich jetzt um ein Mischprodukt, wie zum Beispiel Schokolade, was viele einzelne Zutaten hat, handelt, dass jede einzelne Zutat davon fair gehandelt ist. Wie könnte denn da die Politik vielleicht auch ein bisschen unterstützen oder so, dass es einfach für alle so ein bisschen klarer ist? Zum Beispiel Bio ist ja einfach, hat ja eine ganz klare Definition, und bei dem Begriff fair gibt es das ja nicht so wirklich. Das ist ja so ein bisschen abhängig von den Siegeln. Oh, da haben Sie sich gewünscht, dass ich jemanden korrekt adressiere. Willst du, Gregor, soll ich zuerst? Dann fange ich mal an. Also gutes Essen, Lebensmittel, die fair gehandelt sind, alles das, ob jetzt beim kleinen Händler oder im Supermarkt, es muss sein, dass das auf einen Blick erkennen kann. Das entsprechende Siegel, wir haben das jetzt bei den Eiern von 0 bis 3, das bräuchten wir bei Milch, bräuchten wir bei Fleisch, bräuchten wir aber logischerweise auch bei Lebensmitteln. Und es ist immer klar, ein staatliches Siegel ist immer Mindeststand. Der orientiert sich nie an höchsten Standards. Und dann können natürlich einzelne Anbieter sagen, wir gehen über das hinaus. Gerade bei den Lebensmitteln ist es ja so, wenn ich einkaufe in Stuttgart in meinem Wahlkreis bei Greenality, bei anderen,
ökologische Lebensmittel, die fair gehandelt sind, dann gehen die deutlich über die Standards hinaus, die bei dem staatlichen Siegel angefordert werden. Aber es gäbe ein einheitliches Siegel, das sagt, das sind die Mindeststandards. Das wäre für mich zum Beispiel, dass die ILO, also von der Internationalen Arbeitsorganisation, die Kernarbeitsnormen eingehandelt werden, dass quasi vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt alles menschenwürdig sein muss. Das wird da deutlich drunter fallen. Und das ist garantiert. Und wer dann deutlich darüber hinausgeht, hat noch sein eigenes Siegel, sein eigenes Label. Und dann entscheiden wir, Konsumenten, Konsumentinnen, was, wie weit wir da gehen wollen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ich habe den Eindruck, wenn es diese klare Kennzeichnung gibt, die Eier zeigen das ja, dann entscheiden die Leute auch das faire gehandelte Produkt. Das Argument mit dem Preis, das es ja auch oft gibt, ist, wenn das erstmal in die Produktion geht, dann sind die Unterschiede auch nicht mehr so krass, nicht mehr so hoch, dass es auch bezahlbar ist. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass die Bereitschaft, andere Produkte zu kaufen, dafür auch ein bisschen mehr zu bezahlen, sehr hoch ist. Also würden Sie schon auch sagen, dass die Konsumenten und Konsumentinnen da so ein bisschen in der Verantwortung sind, einfach Interesse an fairen Produkten zu zeigen, damit sich was verändert? Na, beides. Also erstmal braucht es natürlich auch den Markt dafür. Wir Konsumenten können das beeinflussen, welche Produkte wir kaufen. Im Lebensmittelbereich sehen wir das sehr, sehr deutlich. Ich habe das Beispiel der Eier angesprochen. Die Kennzeichnung hat da eine kleine Revolution ausgelöst. Das ist ja auch der Grund, warum beim Fleisch sich die Lobby so schwer damit tut, das Produkt rauszudrücken. Da werden wir ja, glaube ich, nachher noch drüber reden. Und Ähnliches gilt natürlich auch bei Textilien. Ich glaube, wenn man den Leuten klar macht, dass sie durch ihr Kaufverhalten Ungerechtigkeit fördern, dass sie skandalöse Arbeitsbedingungen dafür fördern, dass die Gesundheit der Arbeitenden auf den Baumwollplantagen gefährdet wird. Man kann auch nicht voraussetzen, dass die Konsumenten und Konsumentinnen sich da so immer so eine tiefgehende Recherche bei jedem Produkt irgendwie veranstalten. Hat das, glaube ich, auch auf ihr Kaufverhalten Einfluss, aber das reicht nicht. Und auch zum Staat, weil das die Politik sich aus ihrer Verantwortung entlassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass die internationalen Einkommen, die es ja bereits gibt, für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, faire Arbeit, dass die künftig zur Grundlage des Welthandels werden müssen, für alle Marktteilnehmer, ob große oder kleine Länder. Dazu gehört meines Erachtens auch, dass fairer Handel für die Entwicklungsländer auch eine Chance ist, an den internationalen Wertschöpfungsketten teilzunehmen. Und für mich gehört da auch dazu, dass wir den sogenannten Ländern der dritten Welt auch die Möglichkeit geben müssen, selber Industrien aufzubauen, dass sie ihre Wertschöpfungsprodukte im eigenen Land veredeln, also sprich weiterentwickeln, damit auch so viele Möglichkeiten in den Ländern bleibt und sie nicht nur Rohstofflieferanten sind. Bei uns werden die Produkte weiterverarbeitet. Das heißt, der Hauptteil des Geschäfts findet dann bei uns statt und die Länder sind bloße Rohstofflieferanten. Auch das muss geändert werden. Das gesagt haben, das hat natürlich auch Konsequenzen, dass sich Geld verlagert und dass Jobs da eben auch entstehen. Das muss man auch ehrlicherweise beziehen. Ich will mal auf mehrere Probleme hin. Ich finde auch, dass Konsumenten darauf achten müssen, dass sie Produkte aus fairem Handel. Aber wenn ich eine Hartz-IV empfehle, die mehrere Kinder hat, sagt, das kann sie sich nicht leisten. Die muss das Billigste kaufen. Wir müssen Nachhaltigkeit, Fairness und vieles andere auch im Zusammenhang mit der sozialen. Es gibt Leute, die können sich das leisten. Das ist genauso wie bei Bioprodukten, die ja teurer sind. Und für mich ist das ja kein Problem. Aber diese Verbindung. Ich habe ja jetzt mal ein paar Teile rausgeschnitten, weil einfach diese Verbindung so, so schlecht war und ich selber auch nicht alles verstanden habe. Jetzt dreht sich ja hier unter unserer Kuppel auch alles so um das Thema Umwelt und Klimawandel und so weiter. Würden Sie sagen, dass der Klimawandel einen Einfluss hat auf den fairen Handel, also besonders eben international zum Beispiel? Ja, erstmal einen Einfluss, dass die Länder, die sowieso wirtschaftlich schwer sind, noch stärker getroffen sind. Diejenigen, die ärmer sind, haben es noch schwerer. Ich
denke an die Leute, die noch nicht mal einen Wasseranschluss haben, Stromanschluss haben, und das noch brutaler. Ausfälle kommen, das gerade bei denjenigen, die in besonderer Weise angewiesen sind, auf die Landwirtschaft. Das hat auch Einfluss natürlich darauf, dass ganz neue Fluchtursachen entstehen, nämlich Umwelt, zunehmende Treiber, und dafür, dass Menschen mit Menschen leben können, dort, wo sie geboren sind, aufwachsen. Insofern verschärft es einfach nur die Probleme in ganz dramatischer Weise. Und klar, man kann sich vorstellen, Volkswirtschaft, wie unsinnig das auch sein mag, statt mit dem Klimaschutz zu machen, Kohlekraftwerke abzuschalten, dass wir die Deiche höher bauen. Das Geld dazu haben wir. Aber stellt euch mal vor, Bangladesch, wie wollen die denn die ganzen Küsten so weit absichern, dass die Menschen sicher sind? Stellt euch vor, die Leute auf den Inseln, die das Geld dazu gar nicht haben und auch technisch kaum durchführbar. Also das Geld wäre besser angelegt, wenn wir mit einem Bruchteil des Geldes heute Klimaschutz vernünftig betreiben würden, statt anschließend die Folgen zu reparieren, die eben auch dazu beitragen, dass die Themen zwischen Reich und Arm, damit auch zwischen Nord und Süd, noch größer werden als sie schon. Würden Sie sagen, Deutschland hat eine Verantwortung, also den Ländern gegenüber, aus denen Sie jetzt irgendwie Rohstoffe zum Beispiel beziehen? Da jetzt nach denen zu schauen, dass es die nicht so hart trifft? Oder? Ja, es gibt ja dieses Argument, also in der EU ist Deutschland das immer heißt, Deutschland ist ja nur verantwortlich für einen kleinen Teil der Klimagase. Ach, ist gerade Gregor, der gleichzeitig spitzt, oder höre ich nur im Halt? Nee, ich höre mich im Halt. Ich hoffe, bei euch kommt es normal an. Meine Stimme halt gerade bei mir. Also das Argument, das immer wieder kommt von manchen Kollegen in der Politik, ist, naja, Deutschland ist nur so unbedeutend, wir sind doch nur ein kleiner Emittent von CO2-Gasen. Erstmal stimmt es nicht. Wir haben 1% der Bevölkerung, aber 2% des CO2-Ausstoßes. Das heißt, jeder Deutsche braucht deutlich mehr, als ihm eigentlich pro Kopf zustehen würde, wenn man es auf die Gesamtheit der Erdbevölkerung umrechnen würde. Was diese Rechnung aber auch übersieht, ist, dass wir in der Vergangenheit massiv gesündigt haben. Mit wir meine ich nicht nur wir Deutsche, das gilt natürlich für uns alle als Industrieländer. Gewisses CO2 in der Atmosphäre bleibt bis zu dem Jahrhundert. Das heißt, das CO2, das in der Vergangenheit in die Atmosphäre ausgestoßen wurde, ist vor allem ein CO2, das aus den Industriegesellschaften ausgestoßen wurde, das jetzt andere Länder langsam nachholen, mehr CO2 ausstößen, darf keine Entschuldigung dafür sein, dass wir die Hände in Schuss bringen. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auf uns wird geschaut. Wenn wir als Bundesrepublik Deutschland zeigen, dass wir aus der Atomindustrie aussteigen können, dass wir aus der Kohleverstromung geordnet aussteigen können, dass wir unsere Energiesicherung durch erneuerbare Energien, durch Speicher, durch Netzausbau gesichert bekommen, dass wir den Verkehr dekarbonisieren, dass wir die Landwirtschaft so organisieren, dass wir das Wasser nicht verseuchen, dass die Tiere artgerecht gehalten werden, die Bauern und Bäuerinnen davon menschenwürdig leben können, dass der Industriestandort erhalten wird, die Jobs nicht flöten gehen, dann sind wir auch für viele ein Vorbild. Umgekehrt dagegen, wenn das nicht funktioniert, dann werden auch andere Länder den Weg nicht gehen. Insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier in Deutschland im Vorprogramm jetzt zeigen, Lebensqualität, Jobs, Industriestandort und ein kleinerer CO2-Fußabdruck, also eine klimaverträgliche Lebensweise und Produktionsweise geht in einem Land wie Deutschland, dann sind wir, glaube ich, auch für viele Länder ein Modell, auf das man schaut. Und das ist auch für unsere Wirtschaft dann durchaus von Vorteil. Denn wenn wir die Produkte herstellen, die man im Klimaschutzzeitalter braucht, dann können wir auch diejenigen sein, die diese Produkte in die Welt exportieren. Also es kann sich auch wirtschaftlich rechnen, Klimaschutz zu betreiben. Also ich habe mal eine Bitte. Ihr müsst euch entscheiden, wen ihr macht. Weil Cem sowieso immer sofort antwortet, auch lacht. Ich will ja nicht dann hinterher das alles nochmal sagen. Also einmal ihn und einmal mich, dann weiß ich auch mal nicht mal dran. Da komme ich mir hier so überflüssig vor. Entschuldigung, okay. Na klar. Ja, ich glaube, da gab es aber zwischenzeitlich auch irgendwie ein paar Verzögerungen oder so. Weil es war zwischenzeitlich einfach bei beiden still. Ich weiß nicht, ob nämlich direkt gleich alles bei Ihnen ankommt. Okay, Herr Gysi, dann habe ich direkt eine Frage für Sie. Mir wieder mal als Konsumentin geht es so, ich laufe durch den Supermarkt oder gerade auch beim Thema Mode
und finde das, weiß immer nicht so ganz, ob ich dem Ganzen so vertrauen kann. Gibt es denn jetzt für Kunden, Kundinnen eine Möglichkeit oder vielleicht auch für den Staat eine Möglichkeit, da, weiß nicht, was zu verhindern, dass Greenwashing betrieben wird? Das heißt, dass Firmen irgendein Produkt als, oh ja, wir sind ganz nachhaltig und ganz super, deklarieren, ohne dass es aber wirklich so ist. Das ist nicht zu verhindern? Da muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr krass und eigentlich ziemlich erschreckend, dass unterm Strich nichts dagegen getan werden kann, dass Greenwashing betrieben wird. Das heißt, dass Firmen sagen, ja, wir produzieren nachhaltig und dann ist das gar nicht so. Ich meine, also es gibt dann natürlich schon so, man darf nicht betrügen, aber es ist Auslegungssache, weil wer definiert denn, was ist fair, was ist nachhaltig und so weiter. Dafür gibt es eigentlich keine, wie vorhin auch schon angesprochen, es gibt keine staatlichen Siegel, es gibt keine Mindestanforderungen und so weiter, sondern jeder kann das so im eigenen Ermessen definieren. Und da ist natürlich auch die Frage, wer sagt denn, wann etwas fair ist? Ist es fair, wenn ich die sowieso schon unterbezahlte Kraft in Land XY, wenn ich dir ein paar Cent mehr zahle, weil dann wird sie ja theoretisch fairer bezahlt als alle anderen. Aber ist es dann fair? Oder ist es dann einfach nur fairer als das sonst so unfaire System? Also irgendwie so nach diesem Talk war mein Gefühl schon so ein bisschen, ich glaube, es bleibt uns als Konsumenten und Konsumentinnen nichts anderes übrig, als uns tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn ich es krass finde, dass man das ja dann theoretisch voraussetzt. Bei der Fülle an Dingen und Produkten und Möglichkeiten in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Aber ich glaube, zwangsläufig ist es einfach wichtig, dass wir alle unser Bewusstsein dafür schärfen, dass nicht alles super unter ethisch korrekten und umweltverträglichen Umständen produziert wird und wir das Ganze so ein bisschen hinterfragen. Wenn du das als Strafbetrieb, zum Beispiel als Betrugsbetrieb, da könnte man versuchen, dem Herr zu werden. Da sagen, das hast du gar nicht die Leute und die Mittel, um das Ganze aufzuklären. Das kenne ich. Das ist alles schwierig. So wie es bei Bioprodukten dann einen Druck gab, sodass zum Beispiel diejenigen, die meinten, Bioprodukte zu verkaufen, die gar keine waren, dann kam das heraus, dann interessierten sich die Medien dafür und dadurch hast du dann so ein Stück Ehrlichkeit hineinbekommen. Und genauso muss das bei fairen Handel sein. Nur, wie gesagt, die damit immer verbundenen sozialen Probleme dürfen wir nicht vergessen. Sowohl bei den Konsumentinnen und Konsumenten als auch bei den Herstellern. Das ist nicht so leicht. Aber ich sage Ihnen ganz offen, nein, Sie können sich gegenwärtig nicht darauf verlassen, weil es dafür auch noch gar keine wirklichen gesetzlichen Regelungen gibt. Da muss der Druck wieder groß werden, dann gibt es die gesetzlichen Regelungen und dann ist es zwar nicht hundertprozentig verlässlich, aber auf jeden Fall verlässlicher als heute. Und wer muss da den Druck machen? Ihr und wir zusammen. Also wir sind natürlich in besonderer Pflicht als Politiker, auch noch als Oppositionspolitiker, aber ihr seid auch in der Pflicht. So wie die Jugend sich zum Beispiel im Future for Friday angenommen hat und andere Sachen, das finde ich alles wichtig. Allein, dass wir Politiker darauf drängen, reicht nicht aus der Opposition. Und ihr dürft immer eins nicht unterschätzen, die Regierung muss den Zeitgeist mit berücksichtigen. Und wenn der Zeitgeist in eine bestimmte Richtung sich verändert, dann will sie auch beweisen, dass sie diesen Zeitgeist berücksichtigt. Dafür muss man kämpfen in der Politik, dafür muss die Jugend und müssen natürlich auch die Älteren kämpfen. Hätten Sie denn jetzt gerade vielleicht für die Jugend oder so eine konkrete Empfehlung? Wie kann man denn laut werden, wenn man sagt, ja Mann, mir ist das aber wichtig, dass, keine Ahnung, ich bei Kleidung genau weiß, hat das jetzt ein Kind zusammengenäht oder wurde die Person dafür fair bezahlt? Ja, dafür müssen wir den Druck erhöhen, dass das eben gesetzlich geregelt wird, dass man das erfährt. Da laufen ja gerade Gesetzesdebatten. Und da gibt es große Widersprüche auch seitens der Unternehmer. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen. Aber hier scheint mir der Druck schon da zu sein, dass man hier einfach mehr Informationen braucht. Bloß wir müssen dann dem Land, wo es die Kinderarbeit gibt, helfen, dass die Eltern ohne Kinderarbeit leben können. Ja. Das ist wieder nicht zu unterschätzen. Aber das muss man immer alles mitsehen. Und Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land und kann da sehr viel mehr machen als andere Länder. Und wir haben das Demonstrationsrecht, jetzt ein bisschen eingeschränkt durch Pandemie, das Versammlungsrecht. Wir haben Eingaben, Petitionen etc. Es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, Druck zu erzeugen. Und das Wichtigste, dann höre ich auch auf,
wir müssen die Medien davon überzeugen, dass sie dazu Sendungen machen. Und da ist es natürlich wieder wichtig, was ich an der Stelle unbedingt noch anfügen möchte, dass man dann auch ganz bewusst schaut, welche Medien man konsumiert. Weil immer nur von Medien zu sprechen, ich meine, YouTube ist theoretisch auch ein Medium. Und trotzdem kann ich mir hier Videos anziehen, wo die größten Fake News, habe ich anziehen gesagt? Reinziehen? Die größten Fake News verbreitet werden. Die haben immer eine große Wirkung. Wenn die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, dann sehen wir alt aus mit unserer Opposition. Aber wenn wir das schaffen, dass die Medien sich damit beschäftigen, und da rede ich natürlich auch mit Journalistinnen und Journalisten, und das müssen sie auch tun, dann erreichen wir sehr viel schneller und sehr viel mehr. Mit persönlichen Kaufentscheidungen kann man ja aber schon auch einwirken, oder? Ja klar, aber ich sage es nochmal, das billige T-Shirt wird trotzdem die Hartz-IV-Empfängerin für ihre Kinder kaufen. Die sagt mir, ich kann mir Teures nicht leisten, Herr Gysi, dann geben Sie mir die Differenz. Das kann ich natürlich in einem Einzelfall machen, aber nicht generell. Ja, klar, aber das ist ja auch nicht jetzt der Hauptteil der Gesellschaft, sondern die Menschen, die Entscheidungen treffen können, sollten sich natürlich dann darüber im Klaren sein, die gewissenhaft. Ja. Da haben Sie völlig recht und da müssen wir mehr an Ihre Ethik appellieren. Das wird höchste Zeit. Da möchte ich gerne kurz was sagen. Da habe ich nämlich in den Kommentaren unter einem Video von Breaking Lab gesehen, dass mich da eine Zuschauerin sehr, sehr missverstanden hat. Ich habe das überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern natürlich gemeint, dass diejenigen, die eine Entscheidung treffen können, zum Beispiel zu einem teureren Produkt greifen können, weil ihr Geldbeutel es erlaubt, weil die finanzielle Situation es zulässt und sie eben nicht am Ende des Monats gucken müssen, wie sie auf Null rauskommen können, dass besonders diese Menschen halt natürlich in der Pflicht sind, mit ihren Kaufentscheidungen ein deutliches Signal zu setzen, weil es leider in unserem System nicht möglich ist, dass jeder Mensch diese Entscheidung treffen kann. Es kann sich halt einfach nicht jeder die teuren Wheaty Bio Alnatura Produkte leisten oder das Fair Fashion T-Shirt, was 50 Euro kostet, sondern viele Menschen haben diese Möglichkeit einfach nicht, diese Wahl zu treffen. Und das meinte ich. Also ich habe das sogar eher so ein Stück weit als Kritik gemeint. Und zwar Kritik am System, Kritik an der Politik in dem Fall. Und natürlich nicht, wollte damit nicht sagen, dass Menschen, die weniger Geld monatlich zur Verfügung haben, keinen Bock haben, Entscheidungen zu treffen oder nicht in der Lage sind, weil sie vielleicht zu dumm sind oder sowas. Um Gottes Willen, sondern ich habe das eher, so wie gerade erklärt, gemeint. Ich hoffe, das ist klar. Ja, da muss man vor allem auch Aufklärung betreiben, denke ich. Also, dass man überhaupt weiß, was, weiß ich nicht, wie viele Leute arbeiten denn an einem Produkt oder so. Wer könnte denn diese Aufklärung übernehmen? Wen sehen Sie da in der Verantwortung? Die Leute müssen sich dafür interessieren. Und wenn sie sich dafür interessieren, dann kommen auch die Informationen. Wenn immer wieder nachgefragt wird bei den Unternehmen, ja, wo habt ihr denn diesen billigen Stoff her? Aus welchem Land? Gibt es da Kinderarbeit? Das nervt die auch. Also immer dranbleiben. So, aber jetzt ist Cem Özdemir. Aber ist das der richtige Weg? Ist tatsächlich der richtige Weg, dass wir als Konsumenten und Konsumentinnen immer nachbauen müssen? Oder kann man nicht sagen, das kommt einfach von oben und hier bitteschön sind die Infos und jeder ist in der Pflicht, dies und das nachweisen zu können, ohne dass wir jeder riesigen Modekette schreiben müssen? Ja, sag mir mal bitte, wer deine Sachen gemacht hat. Klar, das ist natürlich auch ein Weg, aber ich glaube, das ist halt viel, viel zu langsam. Meine Meinung. Das ist ja bei uns im Gegensatz zu den USA so zum Beispiel, bei uns gibt es ja keinen Streit darüber, über das Ob. Und der Streit in Deutschland ist ja mehr ein Streit über das Wie. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo das in Deutschland nicht so war, wo man nur über das Ob streiten musste und diejenigen, die für eine grüne Politik gestritten haben, waren in der Minderheit und es hieß immer, das ist unvernünftig, nicht machbar, nicht bezahlbar, wirtschaftlich nicht darstellbar. Ihr habt vielleicht die Debatte über die Präsidentschaftskandidaten, die Präsidentschaftskandidaten in den USA gesehen. Da spielt das Thema Klimawandel ja auch eine Rolle. Und da ist es ja wirklich so, dass der amtierende Präsident die Existenz des Klimawandels grundsätzlich in Frage stellt und sagt, den gibt es gar nicht. Und wenn, dann ist das nichts Schlechtes. Das heißt, es gibt leider auch diese Realität auf der Welt, dass es nach wie vor Staatenlenker gibt. Denkt an den Präsidenten von Brasilien, der große Länder, die das per se in Frage stellen und sich da auf die Gegenseite der Wissenschaft stellen. Bei uns in Deutschland ist es eine ganz seltsame Situation. Ihr werdet es wahrscheinlich nachher auch hören, wenn Julia Klöckner zugeschaltet ist. Irgendwie sind alle grün.
die CDU-CSU ist grün, die Linkspartei ist grün, die Grünen sind sowieso grün. Und alle wollen jetzt grün sein. Das gilt auch für die Wirtschaft mittlerweile, das gilt für den Handel. Wenn man einkaufen geht in die großen Ketten, dann haben die alle in der Werbung mittlerweile drin, das ist eine grüne Ecke oder so. Was wir jetzt aber schaffen müssen, ist, dass von der Salatbeilage, die bei der großen Modekette grün ist, muss die Hauptproduktlinie grün sein. Das heißt, die Produkte, in denen sie die Wertschöpfung waren, wo sie das Hauptgeld verdienen, wo sie die Masse an Produkten verkaufen, die muss begrünt werden und nicht quasi so eine kleine Ramschecke irgendwo noch, wo es noch gute Produkte gibt. Und das ist jetzt der Sprung, den wir schaffen müssen, dass es in die Mainstream-Produktion einfließen muss. Da haben wir, glaube ich, noch eine Wegstrecke vor uns. Das ist bis jetzt gesehen die Geschäfte, die die Ökoprodukte herstellen und anbieten. Und da gibt es in den Mainstream-Ketten grüne Ketten. Das ist bei den Lebensmitteln ja auch so, dass die das ins Portfolio mit aufnehmen. Aber die Kernproduktion, die muss ebenfalls begrünt werden. Ansonsten bleibt es halt eine Nische und es ändert sich nicht strukturell. Ja, und eine Nische darf es auf keinen Fall bleiben. Genau, ja, vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Gysi, Herr Özdemir, wir sehen uns ja gleich nochmal für den nächsten Talk. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich und wir sind alle sehr dankbar, dass Sie sich hier zu uns unter die Kuppel geschaltet haben. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Alles Gute für euch. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Herr Gysi, darf ich noch ein? Oh, schade. Na gut. Oh. Wollte ich tatsächlich, was mich mal, oder ist er noch da? Also es hätte mich auf jeden Fall nämlich noch sehr interessiert, ob nicht eigentlich jeder auch ein Recht auf eine gesunde Ernährung hat. Weil ich verstehe dieses Argument total. Wenn ich wenig Geld habe, dann nehme ich natürlich das, was günstiger ist. Mhm. Aber ich frage mich eigentlich, haben wir ja, also und wir wissen ja aus wissenschaftlicher Sicht, okay, dass das teilweise echt ungesund ist. Müsste nicht eigentlich jeder das Recht haben, dass er so eine gesunde Ernährung hat? Die Frage merkst du dir und stellst sie gleich Frau Klöckner, wenn wir nochmal sprechen. Da geht es ja gerade um Ernährung. Marie, du hast ja gefragt, so, wer da die Verantwortung quasi der Aufklärung hat. Und da hat er ja quasi ganz klar gemeint, die Medien. Dass die Leute quasi nachfragen müssen bei den Unternehmen, yo, wie ist es hergestellt, ist es fair produziert und bla. Und siehst du da nicht auch so ein bisschen uns quasi, so die Menschen, die letztendlich auch mit der Zielgruppe, also mit jungen Menschen zum Beispiel dann auch in Kontakt stehen und so, als einen wichtigen Hebel? Voll. Aber andererseits, also ich meine, ich belese mich schon und ich informiere mich schon, aber bin jetzt halt trotzdem nicht die Expertin. Fairhandelsexpertin oder, weiß ich nicht, in allen Bereichen. Also zum Beispiel, weil wir ein eigenes Modelabel haben, weiß ich da so ein bisschen was. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht beim Anbau von Kakao zum Beispiel. Das ist ja gerade ein Riesenthema auch immer. So Mischprodukten, ja genau, eben. Und deswegen, also ja, die Medien, aber es wird ja immer gerne, also ich habe das Gefühl, die Verantwortung auf die Medien wird immer gerne auf die Medien geschoben, genauso. Ja, aber irgendwo auch, letztendlich sind die Medien ja auch die Punkte, wo die Menschen stark erreicht werden und auch emotional erreicht werden können und so. Und ich glaube, gerade die emotionale Komponente ist auch hier wieder, wie bei allen Themen, über die wir sprechen, eigentlich irgendwo halt nicht zu vernachlässigen. Weil wenn die Menschen halt nichts empfinden, quasi bei dem Gedanke von so, ist es Fairtrade oder nicht Fairtrade, wenn die quasi, wenn die Begriffe quasi gar nicht weitere Bilder in den Hinterköpfen auslösen, so, dann ist es schwierig, auch wirklich Leute zu bewegen. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was halt Medien inklusive hier gerade, was wir machen, ist schon ein wichtiger Hebel. Ja, das stimmt. Habe ich das richtig verstanden? Ich fand es erstmal unfassbar schwer, das zu verstehen. Also es ist so krass, dass wir in Deutschland immer noch nicht in der Lage sind, einen Videoanruf akustisch meinst du? Ja, akustisch, das war so herausfordernd. Habe ich das richtig verstanden, dass gesagt wurde, dass wir wissen, dass einige Firmen so da betrügen in dem Bereich. Greenwashing betreiben, ja. Man kann nichts dagegen machen. Aber man kann nichts dagegen machen. Und die Medien, das ist die Verantwortung der Medien. Ist das nicht eine voll kranke Aussage? Ja, wir sind, also Politiker sind ja die in der Macht sind, nicht die Medienleute. Und dann sagen sie, ja, wir wissen, dass die betrügen, aber wir können dagegen nichts machen, dass die Medien regeln. Wie ist denn genau dieses Greenwashing so einzuordnen? Ist das quasi so wirklich quasi illegaler Betrug oder ist es quasi einfach nur so, Storytelling von wegen irgendwie so, irgendwie man sagt irgendwie, yo, das ist irgendwie fair hergestellt. Das ist auch so schwierig, dass du es nicht genau kategorisieren kannst. Richtig, ich glaube, deswegen sagt die Politik auch. Das ist ja genau das Problem. Ich glaube, die Politik sagt deswegen, yo, wir können nichts tun, weil es quasi, weil die nichts illegal ist. Es gibt halt keine Gesetze. Und die Medien können aber halt wieder mit sowas arbeiten, wie zum Beispiel dann einen Shitstorm erzeugen für irgendwas, was ein Shitstorm verdient hat. Was dann halt wieder Druck ausübt. Genau, dass man zum Beispiel sagt, hey, guck mal, wir haben jetzt aufgedeckt, dass ihr gar nicht so produziert, wie ihr es erzählt, sondern dass ihr halt eigentlich... Das war ja das mit der Bio-Geschichte. Es gab immer vor ein paar Jahren so einen Skandal, super viele Bioprodukte kein Bio waren, dadurch gab es dann mega Druck und dann dadurch waren die
Firmen, die Bioprodukte produzieren wollen, in dem Zwang, wirklich ehrlich Bioprodukte zu erzeugen, weil sonst kauft es keiner mehr. Und dasselbe bräuchte ich mir dann theoretisch auch. Genau, das hat er gemacht. Er gesagt hat. Ja. Ich habe tatsächlich im Vorhinein, ich hab mir mal so ein FAQ erstellt, wo so die wichtigsten Sachen für mich drin sind, wo es auch natürlich Greenwashing drin ist, und habe mir eine Definition vom Oxford Dictionary rausgesucht. Und da bezeichnet Greenwashing eine Strategie, mit der sich Akteure durch gezielte Verbreitung von Desinformationen ein Image ökologischer Verantwortung zu verschaffen. Desinformation ist gerade das Stichwort. Ist halt die Frage, ist das wirklich fucking Fake News oder ist es halt so dahingedrehter Stuff so? Also ich, für mein Empfinden ist Greenwashing halt auch schon, wenn jetzt eine Firma, die, keine Ahnung, Kosmetikprodukte herstellt und die dafür bekannt ist, dass da Mikroplastik drin ist und dass es Mäusen in die Augen geschmiert wird und sowas, die dann plötzlich so eine Pappverpackung haben und so einen grünen Baum drauf und sowas. Also weißt du, das ist in meinem Empfinden jetzt vielleicht nicht laut Definition, aber das zählt für mich auch schon zu Greenwashing. Wenn du halt das Gefühl hast, ich kaufe jetzt so ein gutes Bioprodukt. Und ich glaube, da ist halt super schwierig. Man darf also so deine Gesetzeslage zu bilden, denen zu verbieten, die dürfen dann keinen Baum auf ihre Verpackung packen. Und die dürfen keine Pappverpackung machen, weil das ist dann auch wieder Schwachsinn. Und deswegen würde ich sagen, die Medien sind tatsächlich ein wichtiger Keypunkt, weil die Medien quasi die einzigen sind, die wirklich, sag ich mal, nicht mit schwarz, also quasi die Politik kann halt Gesetze erlassen und kann Sachen für legal und illegal deklarieren. Aber die Politik hat ja, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie so diese Macht, Ethik und sowas so krass. Aber die könnten ein Siegel definieren. Genau, also so das ist ein ja das Problem, Siegel, dass es das nicht gibt. Wo drin steht, das und das und das wird erfüllt, was aber auch mega transparent auch ist. Voll, aber das ist wieder der Punkt, so ein Siegel kann das dann irgendwie so, wenn dann die Voraussetzung ist, keine Ahnung, die Menschen, die hier arbeiten, müssen mindestens 18 sein, dann gibt es bestimmt auch wieder irgendwelche Firmen, die irgendwelche Tricks finden, wie die dann irgendwie eine Zulieferungsfirma also wenn die dann das Siegel draufpacken und die erfüllen nicht diese Infos, dann ist das ja wirklich Betrug, oder? Ja, dann ja. Dann wäre es Betrug. Aber dann hast du wieder dieses Problem, was er angesprochen hat, dass du dann da die Familien hast, die halt darauf angewiesen sind und so. Also das ja. Zum Beispiel jetzt. Also wenn man aber das war gerade ein schlechtes Beispiel mit dem Siegel, aber so. Von mir. Das Telefon klingelt wieder. Jetzt, es geht weiter, direkt mit dem nächsten Talk. Oha. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Welche Kamera ist denn hier gerade? Ach so, jetzt sind wir alle da. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich sehe jetzt aber nur drei hier. Und ich glaube, Herr Özdemir wäre eigentlich auch noch mit dabei. Ach so, okay, das funktioniert nicht, habe ich gerade die Info bekommen. Gut, der traut sich nicht mehr. Genau. Ja, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie jetzt auch noch Zeit für uns haben. Mit Ihnen möchten wir gerne über die Themen Ernährung sprechen und vor allem auch Konsum der Zukunft so ein bisschen. Also gerade wenn man natürlich über Umweltthemen und über den Klimawandel spricht, dann sind das natürlich auch zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Mit wem sollen wir anfangen? Wollen wir erstmal eine Vorstellungsrunde machen? Das halte ich auch für eine gute Idee. Ja? Dass sich jeder einmal gerade hier am Bildschirm vorstellt. Okay, ja, dann möchten Sie sich einmal der Reihe nach vorstellen. Wir können ja einmal oben rechts anfangen. Bei Frau Klöckner. Ah, wir haben keinen Ton. Frau Klöckner hatte erstmal keinen Ton. Oder? Ich steige mal da ein, wo der Ton dann funktioniert. Einen wunderschönen guten Tag und hallo miteinander. Mein Name ist Alexander Herrmann. Ich habe sehr viel mit Lebensmitteln zu tun, aber in erster Linie, weil ich sie zubereite. Also ich bin Koch. Das ein oder andere Mal darf ich das im Fernsehen präsentieren, wie aktuell zum Beispiel bei The Taste. Da geht es immer um Löffelspeisen, wenn man das so sehen möchte. Aber im echten Leben, da geht es noch ein bisschen mehr darüber hinaus, weil ich über gastronomische Betriebe auch die Verantwortung, Achtung, jetzt werde ich ein bisschen politisch auch schon, die ernährungsphysiologische Verantwortung gegenüber meinen Gästen erfülle. Aha. So, ja, das klingt doch sehr gut. Julia Köpfer, ich bin als Ministerin zuständig für das Thema Ernährung und Landwirtschaft, also Produktion, aber auch für den gesundheitlichen Verbraucherschutz. Und ich komme gerade eben von einem Workshop. Verbindung, das ist zum Durchdrehen einfach. Initialveranstaltung. Dialogforums und dieses Dialogforum heißt, da geht es unter anderem darum, wie wir bei Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen können, dass sie weniger Lebensmittel wegwerfen. Ich habe jetzt mal ein paar Teile rausgeschnitten, weil einfach diese Verbindung so, so schlecht war. Ich sitze hier in meiner grünen Hölle. Ich bin in meinem
in meiner Küche. Das ist mein Garten hinter mir. Ich bin Judith Rakers und spreche normalerweise die Tagesschau und mache Inselreportagen und Talkshow im Fernsehen. Und ich glaube, ich darf jetzt hier mitmachen, weil ich vor 2 Jahren das Home Farming für mich entdeckt habe. Mit ganz viel Gemüse und Obstanbau in meinem Garten und mit eigenen Hühnern. Also einer eigenen Eierproduktion, hochbiologisch. Und darüber habe ich ein bisschen gepostet auf Social Media, auf meinem Instagram-Kanal. Und irgendwie seid ihr auf mich aufmerksam geworden. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch sehr, dass Sie hier dabei sind. Ich habe jetzt gerade noch die Info bekommen, dass Herr Özdemir doch noch im Hintergrund mit teilhaben kann an dem Talk. Allerdings kann er nicht hier mit auf diesen Splitscreen eingeblendet werden. Das heißt aber, wenn wir eine Frage an ihn haben, dann kann er doch noch mal mit reingeholt werden. Okay. Ja, Frau Rakers, dann bleiben wir doch einfach schon mal direkt bei Ihnen und Ihrem schönen Garten. Wie Sie gesagt haben, Sie bauen Gemüse und so weiter selber an. Wie kam es dazu? Warum haben Sie gesagt, dass Ihnen das wichtig ist, dass Sie das machen möchten? Ja, ehrlich gesagt, es gab jetzt nicht so richtig eine Initialzündung. Es war einfach so, dass ich vorher in der Stadt gewohnt habe und das auch sehr genossen habe. Kurze Wege, kleiner Balkon, keine einzige Zimmerpflanze, weil die bei mir auch einfach nicht überlebt haben, um ehrlich zu sein. Und irgendwie kam dann der Wunsch, je älter ich wurde, dass ich gerne ländlicher wohnen möchte und mehr Verbindung auch zur Natur haben möchte. Also ich reite, deswegen ist die Verbindung zur Natur sowieso immer da gewesen. Ich war immer viel in der Natur und habe das immer sehr geliebt und habe irgendwann gesagt, ich will auch so wohnen und so leben. Und dann habe ich dieses Haus gekauft und hatte diesen großen Garten, den man sieht, der aber nur ein Ziergarten war, also mit schönen Blumen und Büschen und Sträuchern, standen 2 Obstbäume drin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, warum fange ich eigentlich nicht an mit Gemüseanbau? Auch so ein bisschen getriggert durch diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung und dann kam Fridays for Future dazu, ein größeres Bewusstsein, immer mehr Konfrontation mit Bioprodukten im Supermarkt und ich habe gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal. Und ich habe tatsächlich einfach angefangen und habe ganz viel gepflanzt und einfach losgelegt und habe mir ganz viele YouTube-Tutorials angeguckt und ganz viele Bücher gekauft, überall stand drauf, Gärtnern für Anfänger, Selbstversorgen und so. Und das Überraschende war, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also aus den Samen sind tatsächlich Pflanzen geworden und die hatten dann tatsächlich Früchte. Und jetzt ist es tatsächlich so in meinem 2. Jahr als Selbstversorgerin, dass ich seit dem Frühjahr kein einziges Gemüse mehr gekauft habe im Supermarkt. Ach wow, okay. Also ich hatte einfach alles im Garten. Okay. Ja. Also ich habe hier Kartoffeln, und Zucchini und Tomaten und Auberginen und Paprika und Zwiebeln und Möhren und alles Mögliche. Also wirklich sehr, sehr viele. Und auch Obst und mache das jetzt auch mit Marmelade und Einwecken und Haltbarkeitsmachung. Habe mir eine Erdmiete gebaut im Garten, also einen Kühlschrank ohne Strom, also einfach ein Loch im Boden, wie man das früher gemacht hat, wo ich die Kartoffeln und Möhren und so lagere. Krass. Und ich habe Spaß für 10. Das klingt auf jeden Fall fantastisch. Würden Sie sagen, jeder Gartenbesitzer sollte Homefarming betreiben? Weil das ist ja super, dann spart man sich ja ganz viel ein, wenn jeder sich einfach selber versorgen würde. Also ich würde immer nicht sagen sollte, weil ich habe nichts Missionarisches. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ihr müsst das jetzt auch alle machen. Aber ich erzähle gerne jetzt auch hier darüber, weil ich glaube, dass es viele von euch vielleicht sogar glücklich macht. Wenn ihr damit anfangt und das einfach mal ausprobiert. Weil es einfach Spaß macht, Lebensmittel zu essen, die man selber hat wachsen sehen. Weil es einfach Spaß macht, ins Hühnergehege zu gehen und die Eier daraus zu holen. Und du wirst begrüßt von Hühnern, die dir entgegenrennen, weil sie dich erkennen, weil sie dich von anderen Menschen unterscheiden können. Und sich freuen, dass du da bist. Und dann hast du da Eier morgens, die noch warm sind vom Körper der Henne und die kannst du dir dann ganz super frisch in die Pfanne schlagen. Du weißt, wie das Tier ernährt wurde, du weißt, es hat keine komischen Medikamente bekommen, schon mal gar nicht prophylaktisch irgendwelche Antibiotika. Es schmeckt besser, man bekommt einen anderen Zugang und, wie ich gelernt habe, man lernt sogar kochen, was ich nämlich auch nicht konnte vorher. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist natürlich ratsam, wenn man dann so viel Gemüse hat. Was mich mal interessieren würde, ist, durch den eigenen Anbau hat sich da die Sachen, die Sie dann noch dazu kaufen, wenn das noch Sachen sind überhaupt, hat sich das verändert, dass die auch nachhaltiger, ökologischer, saisonaler, regionaler geworden sind? Ja, also mein Einkaufsverhalten hat sich verändert, aber in
die Richtung, dass ich einfach jetzt gar nichts Regionales mehr kaufen brauche, also okay. zukaufen brauche, was auch jetzt dann saisonal ist. Ich habe auch ehrlich gesagt zum ersten Mal ein richtiges Gefühl dafür, was eigentlich saisonal ist und was ja, gerade wächst, weil früher war das so, ich bin in den Supermarkt gegangen und dann war da halt Feldsalat und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wächst der jetzt eigentlich gerade, also in der Natur oder kommt der aus irgendeinem vollbeheizten Gewächshaus. Wenn man einen Garten hat, dann lernt man das alles und zwar so spielerisch und dann hat man auch Lust auf die Sachen. Also wenn die Karotten fertig sind im Beet, dann habe ich einfach auch Lust, die zu verarbeiten und wenn der Salat dann da ist und er steht so schön frisch im Beet, dann isst du ihn auch, weil er ist ja da. Und deswegen ja, hat sich mein Einkaufsverhalten verändert, aber jetzt nicht in die Richtung, dass ich mehr regional kaufe. Ich habe jetzt regional im Garten. Hammer. Voll. Ja, sehr. Frau Klöckner, das sind dann ja jetzt total regionale Lebensmittel, die Frau Rakers anbaut. Welche Rolle spielen denn regionale Lebensmittel? Was würden Sie sagen? Wie wichtig ist es, darauf zu achten, dass man regional einkauft, wenn man nicht alles selber anbaut? Ja, also erstmal finde ich sehr beeindruckend, was Judith Rakers macht und auch die Erkenntnisse ganz total nachvollziehen, dass man dann auch das isst, was gerade da ist. Also man geht ja dann nicht in den Supermarkt und kauft was ein, was anderes, obwohl ich zu Hause jetzt den Salat habe und ihn dann womöglich wegwerfen würde. Dieses Modell, was Judith Rakers zum Beispiel in ihrem wunderschönen Garten hat, das passt natürlich nicht für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Nicht jeder kann in seinem Hinterhof das eben auch gewährleisten. Also bauen wir ein Angebot für verschiedene Ebenen in unserer Gesellschaft und verschiedene Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb das Thema regional und saisonal ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum? Einmal saisonal. Ich muss nicht das ganze Jahr über Erdbeeren haben. Und ich muss auch nicht das ganze Jahr über irgendwelche Spargel haben oder schon so früh starten mit Spargel, dass sie von weit her importiert werden. Wer es kaufen will, okay, aber ich habe es ja selber als Verbraucher in der Hand. Da sind wir ja wieder bei dem spannenden Thema. Ich habe es ja selber als Verbraucher in der Hand. Ja, aber wenn ich ja gar nicht weiß, wenn ich gar nicht weiß, was steckt denn da dahinter? Warum kann es denn eigentlich ökologisch gar nicht gut sein, dass es Erdbeeren im Dezember gibt und so? Ich weiß nicht, ob es immer der richtige Ansatz ist, zu sagen, ja, da muss man sich als Verbraucher dann halt informieren. Echt? Ich habe so das Gefühl, wir sind an einem Zeitpunkt angekommen, wo das nicht mehr ausreicht, wo es nicht ausreicht, dass man halt sagt, ja, ich betreibe jetzt erstmal Recherche und ergoogle mir alle möglichen Studien und lese mir dazu Wissen an oder wie auch immer, weil es hat nun mal einfach nicht jeder dieses Wissen. Das sind da so Einschübe, die ich sehr gerne gebracht hätte. Allerdings ist das so mit diesem, mein Ton ist runtergepegelt, während die anderen sprechen, damit man dann sich vom Ton her mehr auf einen konzentrieren kann und so weiter. Es ist nicht so einfach, jemandem ins Wort zu fallen. Und das wäre leichter gewesen, wenn wir da alle zusammengesessen hätten. Dann hätte ich leichter mal einfach reingrätschen können oder so. So wie man das so im Fernsehen auch bei irgendwelchen Talkshows oder sowas sieht. Zumindest in meiner Vorstellung wäre das dann so gewesen. Wenn ich mir dessen auch bewusst bin und wenn auch die Herkunftskennzeichnung noch klarer ist. Also man braucht viel Zeit, um das zu erkennen. Deshalb setze ich mich auf europäischer Ebene auch für eine bessere und eine erkennbare Herkunftskennzeichnung an. Und man kann natürlich auf Transportwege achten. Darauf achten wir, auch wenn ich selber möchte, dass regionale, auch kleinere Bauern dezentral eine Chance haben, dann auch bewusst so einzukaufen. Das ist im Übrigen nicht automatisch immer teurer. Auch das ist manchmal so ein Leer, dass man sich dann gesundes Essen nicht leisten könnte. Was am teuersten ist, sind Fertiglebensmittel. Und wenn man aber Kartoffeln, wenn man Karotten, wenn man Lauch, Kohlrabi, so etwas direkt kauft und verarbeitet, dann ist es A, nicht teurer und B, kriegt man auch ein Gespür für die Wertigkeit eines Lebensmittels und die Hemmungen mehr wegzuschmeißen, sind auch höher. Und deshalb meine ich schon, und das war heute auch ein Thema bei uns in dem sogenannten Workshop oder Dialogforum, geht es darum, die Verbraucher da abzuholen, wo heute ihre Lebenswelt auch ist. Also machen wir uns nichts vor, es ist alles nicht so romantisch wie früher. Man sitzt um 12 Uhr mit drei Generationen am Tisch
und geht gerade mal in den Garten und holt sich alles. Unser Leben sieht heute anders aus. Es ist schnell, man muss vieles unter einen Hut kriegen. Man ist froh, wenn man überhaupt eine Mittagspause hat. Oder man kommt nach Hause, war im Stau und will jetzt für seine Leute da noch Essen machen. Und das am besten schnell, nachhaltig, aber auch bezahlbar. Und da meine ich, glaube ich, ich bin ein Fan von mehr Ernährungsbildung in der Schule zum Beispiel. Und deshalb habe ich auch das Geld verdoppelt, unser Bundesgeld für die sogenannten Schul- und Kita-Vernetzungsstellen, wo wir täglich zeigen bei dem Außerhausessen mittags in der Kita und in der Schule, dass gekocht wird vor Ort, dass die Kinder mitschnippeln können, dass sie wissen, woher etwas kommt und dann immer zwischendrin probieren und dann auch Lust auf sowas haben. Inwiefern müssen wir dann aber als VerbraucherInnen zum Beispiel auf Lebensmittel verzichten, wenn die oder in ihrer Produktionskette eine schlechte Ökobilanz haben? Was würden Sie da sagen? Erstmal müssen wir natürlich was nicht nur national oder nicht nur europäisch, sondern auch international vergleichbare, aussagekräftige Gesamtbilanzen auch haben. Wenn ich jetzt sag mal einen Apfel lang im Kühlhaus lagere, selbst wenn er von sag mal, um die Ecke herkommt, aber ich habe ganz hohe Energiekosten, dann muss man auch ehrlich sein, was die Ökobilanz zum Beispiel ausmacht. Das heißt, es fehlt noch zumindest an allgemein akzeptierten, daran arbeiten wir ja, Vergleichbarkeiten. Und diese Vergleichbarkeiten braucht ja der Verbraucher auch, um dann wirklich auch entscheiden zu können. Aber ich sage auch, wir werden den Verbraucher natürlich mit die Banane oder Ananas verbieten. Also ich hätte heute Morgen im Obst auch Bananen und Kiwi drin, die sind jetzt nicht in Deutschland gewachsen, gebe ich jetzt ehrlich zu. Aber es geht ja auch nicht primär nur ums Verbieten, sondern man kann das Ganze ja auch durch eine Preisgestaltung zum Beispiel anpassen. Also ich weiß von meiner Mama früher, da gab es auch schon Mangos im Supermarkt, aber die waren halt so teuer, dass man die sich alle Jubeljahre mal gekauft hat. Und das war dann wirklich was Besonderes. Und heute kostet eine Mango fast so viel wie ein Apfel, fast so viel wie eine Banane. Das sind jetzt nicht so dramatische Preisschwankungen. Ich weiß zum Beispiel, als wir 7 Monate mal in Neuseeland gelebt haben und im Winter dort angekommen sind, das heißt im August ist dort Winter, da haben Tomaten einfach unwahrscheinlich viel gekostet. Da hat man für 3 Tomaten $10 bezahlt oder sowas. Ergo, wir haben keine Tomaten gegessen. Ganz einfache Geschichte, weil uns das zu teuer war. Und so dramatisch finde ich die Preisschwankungen jetzt bei den Sachen, nicht unbedingt. Also klar, außer man kauft vielleicht eine Flugmango, die kostet dann 5 Euro oder sowas. Aber ansonsten, der Preis schwankt ein kleines bisschen. Aber jetzt nicht so, dass man echt sagt, boah, was? Nee, kaufe ich nicht. Aber ich habe natürlich von zu Hause Äpfel, Birnen, das, was zu Hause auch wächst bei uns. Ich bin auch im ländlichen Raum. Ich glaube, verbieten werden wir es nicht können und auch nicht wollen. Es ist auch schön, dass wir auch eine große Auswahl haben. Aber ich meine, es ist wichtig zu wissen, unter welchen Umständen etwas auch produziert worden ist. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Lieferketten. Wir sind sehr aktiv geworden, jetzt ich von meinem Ministerium aus, was das Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten anbelangt. Wir bekommen ja Agrarprodukte auch aus anderen Ländern. Jetzt schaue ich mal Richtung Südamerika, schau mal Richtung Brasilien, wo mit Hilfe, also wo man an Ackerland, an günstiges Ackerland rankommt, indem man Wälder rodet. Wir pflanzen hier Forsten wieder auf, dort werden Wälder gerodet, um günstiges Ackerland zu erschließen und dann unter Bedingungen, die zum Teil ja niedriger sind, die andere Auflagen haben, was Pflanzenschutzmittel, was Ressourcenschonung anbelangt, da werden Nahrungsmittel produziert, die dann bei uns auf den Markt kommen, freier Markt, und da ist es meiner Meinung nach schon wichtig, dass wir durch diese entwaldungsfreien Lieferketten klare Bedingungen auch haben, weil der Verbraucher wird nicht alles selber recherchieren können, sondern er muss sich auch auf das verlassen können, was er dann angeboten bekommt. Ja. Ja. Zwischenfrage stellen. Ja. Wir hatten gerade schon einen Talk, wo es auch darum ging, wer kann sich das eigentlich leisten? Also wer kann sich Bio leisten? Wer kann sich ein gesundes Essen leisten? Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Viehzucht einen massiven Einfluss aufs Klima hat, was auch wieder natürlich Kosten produziert. Und wir hatten gerade so ein Gespräch darüber, dass so vor 100 Jahren oder sowas Fleisch noch was sehr Seltenes war, was man halt nicht jeden Tag konsumiert hat. Können Sie einmal erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass
Fleisch, was für mich jetzt so in meiner Nicht-Bauern-Logik unfassbar aufwendig in der Herstellung ist, wie kann es sein, dass das so unfassbar günstig ist im Vergleich zu teilweise Gemüse, wo ich jetzt sagen würde, okay, das stelle ich mir irgendwie weniger, ganz doof gesagt, krass in der Herstellung vor. Oh, also so ganz unkrasses Gemüse in der Herstellung auch nicht, kann ich Ihnen sagen, je nachdem, wo etwas angebaut okay. und bewässert wird. Also der Begriff krass gefällt mir, man muss ihn mal definieren. Also gehen wir mal in das Thema Fleisch und Nahrungsmittel. Es ist in der Tat so, dass heute zu Ramschpreisen Fleisch angeboten wird, wie in kaum einem anderen europäischen Land. In Deutschland ist es so, dass Fleisch als Lockmittel benutzt wird. Denken wir doch nur mal an die Grillsaison auch, um die Leute auch in den Supermarkt reinzubekommen. Das ist ein richtiges Lockmittelangebot. Ich halte es für ethisch unanständig und prüfe auch gerade, ob wir das untersagen können. Das ist rechtlich, juristisch nicht ganz unheikel, ehrlich gesagt. Aber ich klar, weil es der Lobby ist. Denn dafür sind Tiere geschlachtet worden. Und wir wissen alle, dass jetzt sagen wir mal, Lebensmittelhandel jetzt nicht der Paritätische Wohlfahrtsverband ist, dass er sagt, wir machen das jetzt so billig, damit ihr euch Fleisch leisten könnt. Mischkalkulatorisch wird das auf das Waschpulver wieder draufgeschlagen. Und insofern ist es ein Lockmittel. Und das Problem ist folgendes, das ist eine Abwärtsspirale, die für den Tierhalter am heftigsten ist. Wenn mein Plädoyer ist, lieber weniger Fleisch, dafür aber höherwertige, dann muss der Landwirt auch nicht so viele Tiere halten, damit er überhaupt seine Familie von seiner Arbeit dann ernährt. Ich kann euch auf Instagram die Videos von Vegan ist ungesund zu Frau Klöckner empfehlen, dann ist das, also kriegt das hier einen sehr ironischen Touch, was sie alles so sagt. Und ich halte es für einen Fehler, dass wir so eine Konzentration des Marktes haben. Ich habe es auch für einen Fehler gehalten, dass der damalige Wirtschaftsminister nicht von meiner Partei, damals die Erlaubnis gegeben hat für eine weitere Konzentrierung des Lebensmittelhandels. Der Druck auf die Produzenten ist immer stärker geworden. Jetzt muss man aber eines sagen, ich habe mir mal Zahlen auch zum Ernst-Dank-Fest jetzt angeschaut. Im Jahre 1900 hat ein Landwirt für etwa 5 oder bis 10 Personen hat er produziert. Heute im Jahre 2020 für 150 Personen. Jetzt will ich das gar nicht zum Vorwurf machen, im Gegenteil, was da in der Geschichte auch meines Ministeriums, die ersten Landwirtschaftsminister, die hatten eine Aufgabe, die Leute zu ernähren. Also dass Ruhe ist in einem Land, auch in Europa, deshalb gibt es ja die europäische Agrarpolitik. Man weiß, ein hungriger Magen findet keinen Frieden, da findet man auch keine gemeinsame Demokratie und Kulturbewegung. Also war es wichtig, dass man die Leute erstmal ernährt. Damals hat man die Wurst, gab es eine Sojawurst, nicht aus der Sichtweise der Veganer, sondern weil man strecken musste, weil sonst die Leute nicht satt geworden sind nach dem Krieg. Dann war das so etwas so in dem Fliegen. Das mag jetzt absurd klingen, aber Fliegen war früher etwas für die, die wohlhabend waren. Ich bin das erste Mal mit 21 damals in den Flieger gestiegen und dann hat man gesagt, es muss demokratisiert werden, dass auch eine breite Bevölkerung sich mal einen Flugurlaub leisten kann. Und so war es auch mit der Ernährung, mit dem Essen, dass man gesagt hat, dass auch die breite Bevölkerung sich mal Fleisch leisten kann. Aber wir müssen heute doch sehen, dass Fleisch, also täglich Fleisch zu essen, ist überhaupt nicht gesund. Und das in einer Masse auch, das drückt den Preis und drückt den Tierhalter. Und wir kommen in eine Situation, die uns allen gar nicht passt. Und deshalb bin ich dabei, die Tierhaltung in Deutschland so umzubauen, dass die Tierhalter davon leben können, aber wir andere Haltungsbedingungen haben und Fleisch aber dann auch teurer wird. Können wir ja mal gespannt sein, ne? Ich finde zum Beispiel, man sagt ja ganz oft so, oh ja, YouTuber, Influencer, die haben eine Verantwortung, da gucken viele junge Leute zu, da muss man sich gut überlegen, was man sagt und dass man eine Vorbildfunktion hat und so weiter und so fort. Und ich finde, genauso haben Politiker und Politikerinnen auch in gewisser Weise eine Vorbildfunktion, beziehungsweise jeder, der eigentlich eine Reichweite hat oder in der Öffentlichkeit steht oder so. Und wenn doch Frau Klöckner der Meinung ist, jeden Tag Fleisch zu essen ist ungesund oder hier Fleisch sollte teurer werden oder was auch immer, dann wäre es doch auch mal total cool,
wenn man das vielleicht auch ein bisschen lauter und deutlicher macht, damit das eben auch die anderen Generationen, die jetzt vielleicht nicht über YouTube erreicht werden oder so, erreicht, dass dann halt auch, ja, weiß ich nicht, ältere Leute mitkriegen, ach so, ja, sogar die Politik sagt, das soll man nicht machen und nicht nur meine vegane Enkeltochter, dann gucke ich da doch vielleicht mal genauer hin. Und dann kauft man halt vielleicht auch nicht das Billigfleisch für irgendwelche Werbevideos, ne? Herr Özdemir, Sie sind auch noch dabei und hören zu, oder? Was sagen Sie denn dazu? Woran liegt das denn, dass in Deutschland so viel Fleisch gegessen wird? Und was kann die Politik da vielleicht noch machen? Oder vielleicht auch sagen, vegane Produkte sind günstiger, dass das vielleicht auch als attraktive Möglichkeit gesehen wird? Erstmal viele Grüße an die Mitdiskutanten. Ich habe mir das aufmerksam angehört. Der Anteil, man könnte damit zuhört glauben, die Landwirtschaft in Deutschland ist überwiegend ökologisch. Das ist ja aber leider nicht. Die ist es im letzten Jahr mit 9,7% gewesen, die ökologisch ist. Das ist keine gute Nachricht. Auch die Zahlen der Bundesregierung, die sie selber anspricht, bis 2030 mit 20%, wird sie bei der Geschwindigkeit, die wir gegenwärtig haben, nicht erreichen. Ökologischer Landbau hat Vorteile für den Tierschutz, es hat Vorteile für den Klimaschutz, es hat Vorteile für die Artenvielfalt. Insofern brauchen wir da dringend eine stärkere Förderung zum Thema Fleisch. Ich bin selber Vegetarier. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er sich ernährt. Aber eins muss doch klar sein. Wir müssen, glaube ich, deutlich machen, wenn man dreimal am Tag, 7 Tage die Woche Fleisch essen möchte, zu den Preisen, wie wir es gegenwärtig Fleisch im Supermarkt bekommt, dann geht es nicht mit Tierschutz, dann geht es nicht mit artgerechter Haltung und dann geht es vor allem nicht mit Klimaschutz. Der Preis dafür ist, dass die Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Der Preis dafür ist, dass die Futtermittel, das Soja beispielsweise, aus Südamerika über weite Strecken transportiert werden muss, dass dafür Regenwälder abgeholzt werden. Und wenn die Rinderherden dort, zum Beispiel in Brasilien, aufwachsen und ernährt werden, bedeutet das eben auch, dass das auf Ackerflächen geschieht, die früher mal Regenwälder waren und häufig sogar illegal abgeholzt werden. Das heißt, unser Fleischkonsum in der Menge, die wir haben, trägt auch dazu bei, dass die Klimakrise sich noch mal deutlich verschärft. Insofern muss man erstens dafür sorgen, dass die Wahrheit sich beim Preis halbwegs abbildet. Da geht es nicht um eine Verdoppelung, eine Verzehnfachung, sondern es geht darum, dass es ein bisschen teurer wird, damit über den Preis die Bauern und Bäuerinnen aus dem ruinösen Preiswettbewerb befreit werden, menschenwürdig davon leben können, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Aber dann müssen wir alle auch als Konsumenten drüber reden, muss es wirklich dreimal am Tag, 7 Tage die Woche Fleisch sein. Das heißt, wir sind uns da eigentlich alle einig und Sie sind dran? Naja, ich stelle jetzt nicht die, und meine Partei stellt nicht die amtierende Landwirtschaftsministerin, die kommt schon eine Weile aus der Partei von Frau Brückner. Ich höre da ja auch immer schöne Sonntagsreden und schöne Dinge, die man alle machen aber Frau sollte. Brückner war ja Ihrer die Meinung. An wen richten sich die Appelle? Sie regieren. Machen Sie es einfach. Ja. Aber Frau Klöckner war ja Ihrer Meinung. Frau Klöckner, sind Sie dran? Also an dem Punkt? Ja, ich bin dran. Super. Herr Herrmann, Sie sitzen ja eigentlich mit Ihren Restaurants ganz nah an den Konsumenten. Was merken Sie denn so? Wie ist denn die Nachfrage nach regionalen Produkten, aber eben auch nach vegetarischen oder gerade nach veganen Alternativen? Also das regionale Produkt ist sicherlich das absolut Wichtigste. Allein schon aus der Situation heraus, dass wenn du als Konsument, also quasi als Gast in einem Restaurant bist, dadurch ja die Individualität auch gelebt werden kann. Also banal gesprochen, wenn ein Hamburger nach Bayern kommt, dann hat er kein Interesse, einen Lapskaus zu essen. Und umgekehrt. Also, und wer jemals in seinem Leben auch einmal, machen wir einen krassen Vergleich, eine Brezel in New York an so einem Straßenstand gegessen hat, der hat sich geschämt, dass da dieses Wording dafür benutzt wird und hat dann wahrscheinlich auch eher in den Hotdog gebissen. Also die Regionalität ist und bleibt ein ganz, ganz wichtiger Moment, damit ein Mensch weiß und schmeckt und spürt, wo er ist, und es ist auch ein Teil seiner Identität. Also das ist auch ganz klar zu merken. Und um es kurz zu machen, vegetarische Gerichte
Gab es in der gehobenen Küche schon immer das, der Unterschied zwischen Fisch, Fleisch und Gemüse, der existiert ja so nicht. Ja, es gibt nur entweder herausragende Produkte oder diese, die nicht ganz so geeignet wären. Und das ist für mich folgende Situation. Es ist ja nicht so, dass einer von heute auf morgen sagt, mir schmeckt die Bratwurst nimmer. Sondern das ist ja eine moralische Haltung, warum man sagt, ich möchte darauf verzichten. Manche sagen natürlich auch, der gesundheitliche Moment, ich werde jetzt nicht darauf, was das für die Gesundheit bedeutet, eingehen, weil der Moment von Vitamin B12, die Entwicklung verschiedener, auch das hängt mit den Aminosäuren zusammen, auch Strukturen im Hirn und Co., das macht ein tierisches Eiweiß schon Sinn. Das kann aber auch durchaus ein Stück Käse sein und man muss es auch, und das ist das Wichtige, nicht in die Völlerei geben, weil das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, was man ein bisschen falsch interpretiert. Wenn ich sage, ich esse vegetarisch, dann ist es ja absolut perfekt. Warum nicht? Und es ist auch Fleischessen insofern auch etwas, was ich niemandem abschlagen würde. Die Frage ist nur, muss ich die Menge des Fleisches so konsumieren? Darf ich nicht einfach ein Stück zurückgehen und weniger davon konsumieren? Und jetzt kommt da eben ein bisschen dieser Pferdefuß. Eine vegetarische Kost ist, wenn du sie zu Hause zubereitest, aufwendiger. Sie ist auch in einem Restaurant aufwendiger. Da muss ich mal kurz unterbrechen und sagen, what the... Was? Warum ist denn eine vegetarische Kost aufwendiger zuzubereiten als ein Fisch oder ein Fleisch? Was zur Hölle? Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Das ist einfach so dumm, wenn man sowas sagt. Er muss ja gar nicht Veganer oder Vegetarier sein, aber kann er mal nicht so dumme Sachen sagen? Als Koch? Also, hä? Und genau deshalb ist es oft einfacher, auch für Kantinen und Co., mal ein Stück Fleisch einzukaufen und das schnell zuzubereiten. Und da liegt natürlich ein bisschen die Krux drin. Was ja total schade ist. Dann wäre es doch eigentlich zielführender, wenn einfach alle lernen, Gemüse richtig gut zuzubereiten. Anstatt dass natürlich erstmal dafür ein Tier großgezogen werden, geschlachtet, verarbeitet werden muss und so weiter. Frau Klöckner, ja, nochmal an die heimischen Produkte, weil wir darüber ja geredet haben. Ja? Und ich glaube, dass den meisten, die das jetzt hier auch sehen, wenn ich sage, lass uns doch Tomate Mozzarella essen, alle sofort wissen, ah ja, geht, schmeckt mir. Wenn ich denen aber ein Stück Weißkohl auf den Küchentisch lege, dann kommen mehrere Momente. A, wie geht das? B, schmeckt mir das? Kann ich das? Und Kohl? Gut, aber das ist ja auch ein total, also der Vergleich hinkt ja vorne und hinten. Kannst du nicht Tomate, Mozzarella mit Weißkohl vergleichen? Das ist so ein Bild, was er jetzt wieder von Veganern hat. Ja, die Veganer, die stehen draußen auf der Weide und beißen ins Gras und sind unterernährt und mangelernährt und so weiter. Was ein Müll! Also was ein Mist! Wirklich jetzt mal. Man kann auch mittlerweile vegane Tomatenmozzarella essen, nämlich mit Mandelmozzarella oder sowas in der Art. Stell dir vor! Also man muss einfach auch mal akzeptieren, dass wenn ich den nächsten Schritt machen möchte, dann muss ich auch bereit sein, diesen zu gehen und mich einfach auch mal weg von Tomate und Mozzarella auch bewegen. Das ist bitte kein Angriff, das ist nur mal so ein Bauchgefühl, was ich da rausgeben möchte. Denn eins ist auch klar, weil wir immer davon reden, dass der Konsument an der Kasse ja die Entscheidung fällen kann, muss ich sagen, ich schäme mich gerade für unsere gesellschaftliche Situation, denn die Politik hat mit allen möglichen Siegeln, die es irgendwie geht, haben die wirklich für Transparenz gesorgt. Da bin ich schon der Meinung. Aber nach wie vor wird 80-90% in den Supermärkten werden eben die schlimmste Stallhaltung, davon werden die Fleischteile gekauft. Von Frau Klöckner. Und jetzt muss ich ganz klar sagen, hier haben wir als Gesellschaft alle miteinander an der Kasse versagt und hier darf aus meiner Sicht die Politik echt mal auf den Tisch hauen und kann sagen, Leute, wenn ihr nicht freiwillig spurt, dann müssen wir zum Thema Fleisch und zwar europaweit vielleicht die ein oder andere Maßnahme auch mal in Bewegung setzen. Ja, also da muss auf jeden Fall noch definitiv mehr Aufklärung betrieben werden. Genauso aber auch andersrum, dass Veganer nämlich nicht nur Wir brauchen keine Aufklärung Weißkohl mehr. Essen. Wir wissen doch alles.
Was soll ich denn noch aufklären? Na, da bin ich mir nicht so sicher. Es steht alles auf dem Produkt drauf. Ach, bitte. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn man jetzt, keine Ahnung, mal auf YouTube in Kommentare reinschaut oder sich auch mit der älteren Generation unterhält. Ich weiß nicht, ob Menschen, die im Krieg aufgewachsen sind, wo Fleisch, wo wir es vorhin nämlich auch von hatten, eine Seltenheit war. Und ich weiß nicht, ob die Leute jetzt sagen, oh, und jetzt kaufe ich mir aber nur wirklich das mit dem höchsten Siegel, sondern da ist sehr cool, das Witzige ist. Es gibt ja keine allgemeine Aufklärung in der Schule, wo man lernt, wie man sich richtig ernährt oder generell der Ernährungsplan wird ja, das ist ein kleiner Side-Fact in der Schule, irgendwie in der dritten Klasse, aber ansonsten wird da gar nicht drüber geredet. Und klar kann man sich das von seinen Lieblings-YouTubern irgendwie auf YouTube einholen, das Wissen, aber allgemein, finde ich, wird da relativ wenig drüber geredet. Nicht nur jetzt über das vegane Thema, sondern wie man sich richtig ernährt. Weiß man eigentlich nicht und wie man bestimmte Produkte ausliest und was hinten auf der Verpackung draufsteht. Also keine Ahnung, was das bedeutet. Selbst ich, der sich damit viel beschäftigt. Ich bin auch der gleichen Meinung und würde Alexander Herrmann da auch gerne widersprechen. Ich glaube nicht, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung wirklich so durchgedrungen ist, was man da eigentlich kauft. Es gibt jetzt diese Siegel, die sind ja auch noch nicht so lange im Handel. Ich habe festgestellt, einige gucken sich das an, nehmen dann die beste Haltungsbedingung, andere packen das Billigfleisch in den Korb. Das wird auch immer so bleiben, dass es eine Verbraucherentscheidung ist. Aber ich glaube, dass dieses Siegel dazu geführt hat, dass sich das Bewusstsein ändert oder überhaupt erstmal ausprägt. Und wenn das Bewusstsein sich verändert hat, dann kann ich auch eine Kaufentscheidung treffen oder bin auch bereit, Maß zu halten oder Verzicht zu üben. Und dann bin ich vielleicht irgendwann dabei, dass ich sage, ich gehe lieber zum Landschlachter, wo nur einmal die Woche ein Rind geschlachtet wird und was dann erst komplett abverkauft wird, bevor das nächste Tier geschlachtet wird, wenn ich jetzt nicht Vegetarier oder Veganer werde. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, es ist schon ein paar Mal jetzt hier gefallen, dass das Schulfach wird, Unterrichtsfach, Lebensmittel, Erzeugung von Lebensmitteln. Weil ich glaube, dass das der erste Schritt sein kann, um genau dieses Bewusstsein, was wir brauchen, eben ja, zu implementieren, damit zumindest die nächsten Generationen da ein bisschen aufgeklärter in den Supermarkt gehen. Und ich muss sagen, ich bin schon auch davon überzeugt, dass es am Ende des Tages ist es eine Preisfrage. Also wenn sich halt jemand die höhere Klasse nicht leisten kann, solange die günstige noch mit im gleichen Regal liegt, wird da halt dazu gegriffen. Also deswegen... Kann ich widersprechen? Darf ich da was zu sagen? Ja, gerne. Das ist so Verantwortung, die wir zurückschieben, weil wir dann immer über den Geldbeutel sprechen. Sind wir mal ganz ehrlich, wir haben mehr Handys als Einwohner in Deutschland und ein Handy ist nicht sehr günstig. Wir sind Reiseweltmeister und wir haben uns das mal angeschaut, auch bei meinem Ministerium. Wir Deutschen sind Europameister in dem, was wir ausgeben bei Kücheneinrichtungen. Es ist unglaublich. Aber wir sind umgekehrt dann diejenigen, die aber am wenigsten dafür ausgeben, für das, was dort zubereitet wird. Grills, der deutsche Markt, ist ein ganz beliebter Markt, um hochwertige Grills zu verkaufen. Also die werden ja gekauft, die werden den Leuten ja nicht übergeschwätzt oder geschenkt. Also die werden gekauft, das ist freier Wille. Und dafür wird das Geld, was zur Verfügung steht, da wird priorisiert. Also ein teurer Grill, weil das was hermacht mit der Nachbarschaft, wenn man da dann im Sommer da stimmungsvoll dann die billigen Würstchen drauflegt. Und das ist schon so eine Frage. Ich habe Kollegen und Freunde in Frankreich, die legen auf anderes dann Wert darauf. Also ich glaube, wir entlassen Verbraucher, ich sage jetzt mal nicht die wirklich einen komplett schmalen Geldbeutel haben, aber wir entlassen viele Verbraucher aus der Verantwortung, wenn wir sagen, naja, das muss jetzt irgendwie anders werden. Ich kann schon entscheiden. Aber sie wirft ja jetzt uns im Prinzip gerade vor, dass das Verantwortung wegschieben auf die Politik wäre. Aber das hier ist ja eigentlich nur Verantwortung wieder auf den Konsumenten zurückschieben, indem man nur ausschließlich an die Ethik appelliert im Prinzip. Dass jeder für sich zu Hause eben sagt, ja stimmt, Tierquälerei, schlechte Haltungsbedingungen und keine Ahnung was, das möchte ich alles nicht unterstützen. Es gibt aber, glaube ich, auch durchaus Menschen, denen geht das hinten vorbei. Denen ist das komplett egal. Und was ist damit? Also ich finde halt, und da sind wir wieder... wenn man sich so aktuell einfach anschaut, wie es um die Welt steht, da kann man nicht mehr nur an die Ethik appellieren und sagen, ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er das Höherwertige kaufen möchte oder nicht, weil wir wissen ja schließlich alles, wir müssen ja nur auf der Verpackung nachlesen. Ich bin mir ganz sicher, dass das eben nicht
der richtige Weg ist. Ah, Gott! Ein Glück war ich so aufgeregt und konzentriert bei dem Talk. Ansonsten wäre ich, glaube ich, aus der Haut gefahren. Und wenn wir sehen, was zum Beispiel Fertiglebensmittel kosten, die sind immer teurer als die Rohware, die es auch gibt. Und jetzt ist die Frage für mich auch, das ist ja eben aufgeworfen worden, dieses Ernährungswissen, das ist ja sehr unterschiedlich in Deutschland. Also es mangelt nicht an der Möglichkeit, sich zu informieren. Ich stimme da dem Alexander Herrmann wirklich absolut zu. Sondern es ist eher die Frage, was ist uns denn wichtig? Und wenn das in einigen Familien vielleicht nicht weitergegeben wird, ich weiß einiges noch, was meine Oma gemacht hat, aber selber mache ich vieles auch gar nicht. Aber wir haben zum Beispiel im Ministerium unsere sogenannte beste Reste-App entwickelt. Ich verarbeite jetzt viel mehr Reste oder weiß, was ich damit mache, als ich das vorher getan habe. Und das wollte ich einfach damit nochmal sagen. Wir dürfen uns selber auch was zumuten, denn unsere Aufmerksamkeit, die ist schon da. Die ist den halben Tag beim Handy oder sonst so, was wir alles wissen. Und vielleicht müssen wir strukturell anders beginnen in den einzelnen Bundesländern. Da bin ich auch im Gespräch mit den entsprechenden Kultusministern, wie wir Ernährungswissen stärker in den Lebensalltag auch der Schüler mit reinbringen. Darf ich mal ganz kurz aus dem Chat, ich lese parallel ein bisschen mit, was die Leute so schreiben. Und gerade als das Thema Siegel aufkam, haben tatsächlich viele Leute gesagt, dass das für die sehr verwirrend ist. Und ich habe auch mehrfach gelesen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie gar nicht wissen, wie glaubwürdig ist so ein Siegel überhaupt. Gibt es da mittlerweile Regelungen? Also wir hatten gerade in dem Gespräch auch schon, hat Herr Gysi gesagt, dass ein Problem ist, dass da sicherlich viel auch irgendwie Greenwashing betrieben wird, viel Betrug auch teilweise dabei ist, dass es aber unfassbar schwer ist, dagegen vorzugehen. Welches Siegel gibt es, dem ich vertrauen kann? Und ist das was die Politik mitsteuert? Ist ein absolutes Thema, da bin ich absolut bei Ihnen. Deshalb haben wir politisch ja das Bio-Siegel nicht nur entworfen, sondern auch europäisch abgestimmt. Das Bio-Siegel ist ein verlässliches, ein kredibles Siegel und eine positive Kennzeichnung, dass die Leute, die Verbraucher wissen, wenn mir das wichtig ist, kann ich danach greifen und erkenne es sofort im Regal. Wir arbeiten, ich habe es vorgelegt, das Gesetz für ein staatliches Tierwohl-Kennzeichen. Das Ganze liegt jetzt beim Parlament, also staatlich, dass nicht jeder sagen wir mal auszeichnen kann, mehr Tierwohl, nur weil etwas mehr Luft jetzt drin ist, sondern dass man wirklich merklich über den gesetzlichen Standard liegt und in verschiedenen Kategorien und die Glaubwürdigkeit eben staatlich testiert ist. Unsere Herausforderung im europäischen Markt ist, dass das, was wir gerne verpflichtend machen würden, das muss einen europäischen Rahmen haben. Und da haben wir in Europa sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich habe jetzt auf die Agenda, auch in unserer Ratspräsidentschaft, ein europäisches Tierwohlkennzeichen gesetzt, dass wir uns verständigen, wie zum Beispiel bei der Haltung der Hühner, also wenn es um die Eier geht, wo kommen sie her, aus Freilandhaltung, Bodenhaltung etc. Das ist jetzt verbindlich, gesetzlich geregelt und das ist vertrauenswürdig auch. Also darauf kann sich der Verbraucher verlassen. Das ist europäisch geregelt. Ich will mal ein Beispiel nennen, was jetzt im November kommen wird. In diesem Jahr kommen wird, ist der Nutri-Score. Nutri-Score, das ist die Kennzeichnung, dieses auf der Vorderseite gelabelt, damit der Verbraucher, der jetzt nicht immer ein studierter Ökotrophologe ist, nicht immer Zeit hat, hinten die Tabelle zu lesen, dass er schnell eine Orientierung hat. Jetzt mal, da geht es mehr von den Nährwerten her, von der was für die Ernährung besser ist, in einer Kategorie zu schauen, was ist das bessere Angebot. Und das geht auch einher mit der Reduktion zum Beispiel von Zucker, Fetten, Salz in den Fertiglebensmitteln. Das sind Dinge, die sind staatlich entwickelt und die müssen vertrauenswürdig sein. Und wenn jemand betrügt, dann macht das nicht nur Schlagzeilen, weil dann geht es ihm auch natürlich an sein Geschäftsmodell und das hört man dann. Aber ich würde mir auch wünschen, wir würden das, was es zum Beispiel europäisch gibt, viel mehr bündeln. Aber da greifen wir auch in Freiheiten ein, die mit einer Rechtsgrundlage bei uns dann nichts zu tun hätten. Braucht es da aber nicht teilweise vielleicht auch noch eine neue Definition der Begriffe? Also
Zum Beispiel war ja jetzt hier gerade kürzlich ein Limonadenhersteller in der Kritik. Er darf sein Getränk nicht mehr Limonade nennen, weil tatsächlich zu wenig Zucker drin ist. Da würde man, denke ich mir als Verbraucherin ja, wie kann das denn sein? Das ist doch super, wenn da wenig Zucker drin ist. Absolut. Also vielleicht wäre ja da im Jahr 2020 so, dass man, dass da so ein paar Begrifflichkeiten einfach vielleicht auch neu definiert werden. Ja, schon, aber es hat mit dem Jahr 2020 nichts zu tun. Es gibt und eine Lebensmittel an Dingen, die es halt mittlerweile gibt, meine ich. Ja, es gibt eine Lebensbuch, es gibt eine Lebensmittelbuchkommission oder so ähnlich, heißt sie, die ist unabhängig. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass sie unabhängig ist, dass wir nicht politisch da rein regieren, wie wir es gerne hätten oder so, sondern da sitzen die Lebensmittelfachleute drin und die machen die sogenannten Leitsätze. Und ich finde das, was zum Beispiel, ich will jetzt kein Produkt nennen, aber diese sogenannte Limonade, da gibt es eine alte Definition und die muss dringend überholt werden, überarbeitet werden. Und deshalb bin ich auch bei dieser Lebensmittelbuchkommission vorstellig geworden, dass das jetzt dringend überarbeitet werden muss. Denn die Limonade, die vorgestellt worden ist, die heißt ähnlich wie Limonade. Deshalb ist das ein Problem. Es ist kein Problem, dass ein Erfrischungsgetränk weniger Zucker hat. Im Gegenteil, das fördern wir ja auch gerade mit unserer Reduktionsstrategie. Sondern der Name dieses Produkts klingt wie Limonade. Und das war der Jurist, dieser juristische Streit, aber ich muss sagen, ich halte es für absurd. Und das, und die haben meine volle Unterstützung und das muss jetzt sehr schnell überarbeitet werden, weil es ist gut, ja, dass ja, weniger Zucker haben. Natürlich, und ich mich als Konsumentin interessiert, also für mich ist halt Limonade, das ist irgendein süßes, sprudeliges Getränk und ich definiere das ja jetzt nicht über eine bestimmte Grammzahl an Zucker. Was ja vielleicht auch ja, spannend wäre. Ja, Zucker macht das süß. Genau, aber ich meine, ob das jetzt, keine Ahnung, ja, wenig Gramm sind oder viel Gramm, das ist ja, ja im Moment. Genau so definiert und ich glaube, das ist genau der Punkt. Weil definiert ist, was Limonade ist, dieses süße, gewisser Zuckergramm. Und das, was jetzt angeboten wird, zum Glück angeboten wird, ist eben nicht mehr süß und pappig. So, und das muss neu definiert werden. Wie gesagt, ich hätte es schon längst gemacht. Und wir sind jetzt nochmal zu dieser Kommission und haben gesagt, es wäre doch eigentlich anders. Wie ist das denn mit pflanzlicher Milch? So, ne? Also das ist ja auch was, jetzt haben wir hier ja schon viel drüber gesprochen, dass eine pflanzliche Ernährung super ist fürs Klima, weil man damit eben Emissionen einsparen kann. Und Milch, Kuhmilch, zählt ja als Grundnahrungsmittel und wird deswegen mit 7% besteuert. Warum könnte man denn nicht einfach zum Beispiel sagen, Pflanzenmilch wird ab sofort auch mit 7% besteuert und dann hat man da einfach die Wahl und es ist für alle fair. Man könnte sagen, ja, ich will halt keine Kuhmilch trinken, ich möchte lieber die Hafermilch zum Beispiel. Das ist doch ein Lebensmittel. Also die Frage ist an mich gestellt, glaube ich, gell? Ja, genau. Ja. Soll ich ehrlicher sein? Ja, gerne ehrlich sein. Ich gehe nicht davon aus, dass Pflanzenmilch bei 19% liegt. Doch, ich glaube schon, soweit ich weiß. Dass Hafermilch bei 19% liegt. Also 16%. Wie überheblich sie sich auf den Tisch gelehnt hat. Sie gehen doch nicht davon aus, dass Pflanzenmilch bei 19% liegt. Ich war so verunsichert in dem Moment. Sie hat einfach so geschafft, mich zu verunsichern und jetzt bin ich so sauer darüber, weil ich ja weiß, dass ich eigentlich recht hatte und sie einfach nur nicht informiert war und ich mich in dem Moment so merkwürdig gefühlt habe. Ja, okay, dann jetzt 16, ja, jetzt aber... 16, ja. Liegt die bei 16%? Ich glaube schon, ja. Also, soweit ich weiß, liegt Kuhmilch, und also tierische Milch, bei 19 bzw. jetzt 16%. Herr Herrmann, oder wissen Sie da vielleicht was? Nee, andersrum. Zu, 7. Wenn Sie das ja bei sich anbieten? Ich habe verdreht. Ich schicke jetzt jemanden gerade zum Recherchieren, weil das eine gute Frage stellt. Weil Lebensmittel sind bei uns reduziert. Aber okay, machen wir, klären wir gleich. Okay. Aber finde ich gut. Ja. Also, sehr cool. Weil das wäre ja eigentlich mal interessant zu wissen. Vielleicht kann ja die Person, die da recherchiert, im selben Zuge noch recherchieren, wie es aussieht zum Beispiel mit den veganen Burger-Patties, die man in den Kühlregalen findet, die jetzt bei mir im Sommer zum Beispiel immer auf dem Grill lagen.
Habt ihr dieses kurze Schweigen und meinen ein bisschen verwirrten Blick gemerkt? Da habe ich gerade die Regieanweisung ins Ohr bekommen. Herr Herrmann hatte einen Termin und ist deswegen jetzt nicht mehr dabei. Und deswegen ist jetzt Herr Özdemir plötzlich im Talk. Ohne sich zu verabschieden, hat er seinen Termin wahrgenommen. Ich glaube ehrlich gesagt, er hatte einfach keinen Bock mehr auf das Gespräch. Ah, okay. Hallo, Herr Özdemir, jetzt können wir Sie auch wieder sehen. Oder wissen Sie dazu mehr mit der Besteuerung der Hafermilch oder Pflanzenmilch im Allgemeinen? Da kann ich es jetzt nicht sagen, obwohl ich die Hafermilch hier im Büro habe. Ich muss jetzt nachher rübergehen und mal nachschauen. Aber ich kann Ihnen sagen, das ganze System der Mehrwertsteuer ist im höchsten Maße absurd und hat mit Klima oder Umwelt schon zu wenig zu tun. Wenn Sie Fast-Food-Produkte zu sich nehmen, haben Sie den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Wenn Sie sich hinsetzen, haben Sie den erhöhten Mehrwertsteuersatz. Wenn Sie in der Wegwerfverpackung was mitnehmen, reduzierter Mehrwertsteuersatz, auf dem Teller erhöhter, das macht alles gar keinen Sinn. Man sollte das sowieso vereinfachen, noch weniger Ausnahmen reduzieren. Alles, was man essen kann, alles, was man lesen kann, also Kultur und Kulturprodukte, sollte reduzierten Mehrwertsteuersatz haben und der Rest den normalen Mehrwertsteuersatz. Und dann muss noch der Gedanke der Nachhaltigkeit mit rein. Dann wäre das ein einfaches System und eine geführte Steuererleichterung. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist ein Flickenteppich und keiner versteht irgendeine Logik. Ein Rennpferd beispielsweise hat einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Warum konnte der auch noch nicht so richtig irgendjemand erklären? Ja. Okay, dann. Das ist, glaube ich, mit langen Recherchieren. Soweit ich weiß, liegt es daran, dass unterschieden wird bei der Mehrwertsteuer, ob etwas ein verarbeitetes Lebensmittel ist. Und dieses pflanzliche Lebensmittel ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Das ist jetzt nicht befriedigend, aber ich finde das einen interessanten Gedanken und nehme das gerne mit. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. So, also wir merken uns jetzt, wenn bald die Pflanzenmilch günstiger ist, dann daran, dass unsere Landwirtschaftsministerin gar keine Ahnung hatte, dass sie teurer ist. Und wir in einem YouTube-Livestream darauf aufmerksam gemacht haben. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Was läuft eigentlich noch alles schief? Das kann man sich an der Stelle tatsächlich mal fragen. Und ich war so perplex in dieser Situation, dass sie das nicht weiß. Das hat mich so rausgebracht, dass mir da auch nicht in den Sinn gekommen ist, zu sagen, okay, dass ich es erschreckend finde, dass sie das nicht wusste. Da war ich einfach nur so, okay, cool. Gut, weiter geht's. So dumm. Aber gut, so lernt man. Dann wollten wir ja noch ein bisschen über Konsum bzw. Lebensmittelverschwendung auch sprechen. Da haben Sie ja, Frau Klöckner, vorhin auch schon gesagt, dass es da jetzt eben das Projekt Zu gut für die Tonne gibt und so weiter und man da viele Infos bekommen kann, wie man Lebensmittel noch weiter verwerten kann oder auch Reste. Eine Frage, die sich mir schon seit vielen Jahren stellt, ist, warum ist es denn verboten, Containern zu gehen? Das heißt, dass man noch die Lebensmittel aus den Containern, aus den Abfallcontainern hinter den Supermärkten rausnimmt, wenn die da reingeschmissen werden. Also ich habe gehört, das machen eben Menschen und da liegen dann auch teilweise Sachen drin, die eben noch absolut genießbar sind und natürlich nicht alles nur verdorbenes Fleisch in aufgeblähten Packungen, sondern noch ganz wunderbare Lebensmittel, was ja total schade ist, dass sie da in der Mülltonne landen. Warum ist das verboten? An mich die Frage oder? Ja. Ja, also. an die Gruppe. Also ich weiß nicht, wer das am ehesten beantworten kann. Oder der gleichen Meinung ist. Oder? Also rechtlich auch, es hat auch einen gesundheitlichen, einen vorsorgenden Verbraucherschutz. Nicht alles, was aussieht, als sei es noch genießbar, ist auch genießbar. Und es gibt einen vorsorgenden Gesundheitsschutz, im Übrigen Verbraucherschutz, das ist eine Pflicht des Staates, auch gegenüber den Menschen, die vielleicht kein anderes Essen leisten könnten und Lebensmittel zu retten. Dafür gibt es auch andere Wege. Es sind Kühlketten unterbrochen, wenn so etwas in einem Container landet. Es sind zum Teil schon Produkte aufgerissen. Es sind im Übrigen, am Ende ist immer derjenige, von wem ein solches Produkt stammt, der es angeboten hat oder auf dessen plötzlich Container stammt, der ist dafür verantwortlich, was damit geschieht. Und wenn jemand erkrankt, wenn jemand diese Lebensmittel weitergibt zum Beispiel, ist eben nicht gewährleistet, dass die Qualität des Lebensmittels auch aus einem Gesundheitsschutz heraus
gewährleistet ist. Und das ist keine Sichtweise jetzt der CDU. Ich sage jetzt mal, die Hamburger zuständige Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz sieht es genauso wie viele oder auch jetzt die Justizministerin bei uns in der Bundesregierung. Denn man muss immer davon ausgehen, auch im Vergleich nochmal, warum sollen Verbraucher weniger geschützt sein? Also sie haben ja Standards, wenn sie ein Lebensmittel beziehen, in einem Handel oder direkt beim Bauern, da müssen Standards eingehalten werden, ganz klar, dass da würde ich gerne was sie zu davon sagen. Ausgehen können, dass es sie nicht schädigt. Und warum sollen diese Standards aufgehoben werden? Das kann auch gefährlich sein in einer anderen Richtung. Zweiter Punkt, rechtlich gesehen, letzter Punkt, ist der nächste. Natürlich sind Container auch auf irgendeinem Privatgelände. Und man muss klar sehen, wenn jemand beim Zaun steigt und dann auf ein Privatgelände geht, hat das auch rechtliche Auswirkungen. Mhm. Und insofern gibt es andere Möglichkeiten, Lebensmittel zu retten. Und das ist unsere Strategie der Bundesregierung und die auch effektiv ist. Ja, Frau Rackes, Sie wollten gerne was sagen dazu. Ja, richtig, weil das ein Argument ist, was mich überhaupt nicht überzeugt, dass der Bereitsteller der Mülltonne, wo die Lebensmittel drin sind, also auf einem privaten Gelände, wie auch immer, dass der die Verantwortung dafür hat, dass nichts Verdorbenes ist. Also soweit ich weiß, ist es in Frankreich und Tschechien so, dass Supermärkte ihre Lebensmittel, die noch gegessen werden können, spenden müssen an Hilfsorganisationen. Und ich würde mir wirklich wünschen, ich weiß, in Deutschland ist das auf Freiwilligkeit, ich habe immer so eine Rückkopplung, deswegen bin ich etwas unkonzentriert immer, wenn ich spreche. Also ich weiß, in Deutschland gibt es eine Freiwilligkeit. Also Lebensmittelläden dürfen Lebensmittel, die sie nicht mehr verkauft haben, an Hilfsorganisationen abgeben, müssen aber nicht. In Frankreich und Tschechien müssen sie das mittlerweile. Und deswegen ist natürlich dort der Lebensmittelmüll extrem zurückgegangen. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir das in Deutschland nicht auch umsetzen können. Es gibt so viele Tafeln, die profitieren könnten. Es gibt so viele Menschen, die sich eben teure Lebensmittel nicht leisten können, die aber durchaus bereit sind, die Banane noch zu nehmen, nur weil sie einen braunen Fleck hat. Da hätte ich gerne mal eine Antwort von Frau Klöckner, ehrlich gesagt. Ja, also ich will gerne zu Frankreich. Das weiß sie jetzt mit oder ohne Hilfe. Wir haben ganz viel Kontakt mit den Tafeln. Also ich fördere zum Beispiel die Tafeln. Wir haben ganz, ganz viele Aktionen mit den Tafeln, eine digitale Plattform, die Supermärkten, die Lebensmittelüberschüsse haben und Tafeln, die Lebensmittel jetzt brauchen, zusammenzubringen. Und wir haben viele Tafeln, die haben zum Teil viele, viele Lebensmittel, die uns sagen, wir müssen sie wegwerfen. Uns sagen die Tafeln, auch in Deutschland, sie wollen gar nicht diese Verpflichtung, weil sie es dann nachher wegschmeißen müssen. Denn wenn die Supermärkte einfach nach Ladenschluss den Tafeln einfach etwas abgeben an Obst und Gemüse und es passt überhaupt nicht in die Logistik jetzt rein, dann wird es im Gegenteil, wird es nicht besser, sondern dann sind wir dabei, dass wir einfach durch ein Gesetz glauben, etwas besser zu machen. Ich habe Zahlen dafür. In Deutschland retten die Tafeln 267.000 Tonnen Lebensmittel ohne Gesetz. In Frankreich mit Gesetz sind 46.000 Tonnen. Das heißt, wir haben gar nicht das Problem, dass Supermärkte nicht bereit sind, die Lebensmittel weiterzugeben an die Tafeln. Es gibt ja auch andere Foodsharing, es gibt ja auch die Aktion, dass ab 18 Uhr etwas zum halben Preis da ist oder dass es anders angeboten wird. Das, was wir mit unseren Tafeln auch besprochen haben, ist, sie brauchen eine bessere Logistik, die wir jetzt mithelfen zu finanzieren, dass man zusammenkommt, den Transport zur rechten Zeit genau planen zu können. Und wenn man ein Gesetz macht, lediglich für die Supermärkte, dann hört sich das toll an, weil man wieder irgendjemand anders hat, man hat ein Gesetz und dann wird alles gut. Es wird damit alles gut, weil wir in eine Entwicklung jetzt gemacht haben, die Vorbild ist, für andere Länder, auch in Europa. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Strategie, ist Teil der Farm-to-Fork-Strategie beim Green Deal geworden in Europa, weil Deutschland als einziges Land diesen Gesamtansatz hat. Wir sehen, es werden 12 Millionen Lebensmittel in Deutschland weggeworfen, in der gesamten Kette. Aber 52% dieser 12 Millionen wird weggeworfen in den privaten Haushalten. 4% etwa beim Lebensmittelhandel.
Und deshalb, glaube ich, müssen wir Acht geben, dass wir nicht glauben, dass durch ein Gesetz oder durch, dass wir dadurch die restlichen Prozente weggeschmissen? Wo werden die restlichen Prozente weggeschmissen, wenn 4% bei den... Also wir haben, ja, guter Punkt. Also wir haben eine gesamte Lebensmittelkette. Einmal haben wir die Produktion auf dem Acker beim Bauern. Dann haben wir die Verarbeitung, Ernährungsindustrie. Dann haben wir die Außerhausverpflegung, also Gastronomie, Kantinen etc. Dann haben wir den Handel. Dann haben wir die Endverbraucher. Und ich habe auch mal Zahlen in der Primärproduktion, also bei der Landwirtschaft auf dem Acker, was zum Beispiel weggeworfen wird, etwas, was vom Handel nicht angenommen wird, was der Norm entspricht, oder bei Schädlinge zum Beispiel im Salat oder so sind, das sind 12%. Bei der Verarbeitungsindustrie werden 18% weggeworfen, also das ist nicht passgenau ist oder schlecht gelagert oder ähnliches oder beim Transport. Im Handel, also in der LEH, Lebensmittelhandel, sind es 4%. Bei der Außerhausverpflegung sind es 14%. Und bei uns in den privaten Haushalten sind es 52%. Okay. Okay. Das sind natürlich sehr hohe Zahlen. Gut, also ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, dass Sie hier heute mit uns gesprochen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch immer mal wieder so in den Austausch zu gehen, auch gerade mit den jungen Leuten. Ich glaube, das ist ein großer Mehrwert, auch im Internet, wenn man da im Austausch bleibt. Deswegen vielen Dank für Ihre Zeit. Der Herr Herrmann, der ist nicht mehr da, der hatte einen Termin. Und damit würden wir uns dann hier wieder verabschieden von Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Viel Spaß noch. Danke. Danke. Unser Gruppengespräch so im Anschluss habe ich jetzt leider nicht mehr als Videodatei. Ich glaube, da haben wir noch ganz kurz über den Talk diskutiert. Aber dann ging es auch schon direkt wieder weiter mit dem Programm. Ich hatte so am Schluss, es lag mir auf der Zunge, zu Frau Klöckner irgendwas zu sagen, warum sie Kommentare blockiert und warum sie nicht in den Austausch geht, auch mit anderen YouTubern und YouTuberinnen, die ihr Anfragen gestellt haben und so weiter. Aber ja, die Schissermarie kam durch. Ich habe mich nicht getraut und habe dann wieder einfach nur so gesagt, ja, es ist wichtig, mit den jungen Menschen im Austausch zu bleiben. Well. Das Video ist super lang geworden. Props an euch, wenn ihr jetzt immer noch dran seid. Ich freue mich sehr über euer Feedback dazu in den Kommentaren, vor allem zu den inhaltlich angesprochenen Punkten. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich würde nächstes Mal auf jeden Fall die Fragen gezielter an eine Person immer stellen und dann auch versuchen, mehr die Diskussion untereinander anzuregen. Ich glaube, ich hatte hier immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss meine Meinung sagen, aber das wäre vielleicht manchmal gar nicht nötig gewesen, sondern lieber den Ball nehmen und jemand anderem zuspielen, wenn ich so merke, der oder die hat offensichtlich eine andere Meinung. Speichere ich auf jeden Fall fürs nächste Mal. Ich verlinke euch hier mal noch mein letztes Video, falls ihr jetzt nach dieser Stunde noch Lust habt, mehr anzuschauen, dann könnt ihr hier gerne vorbeigucken. Und ansonsten könnt ihr hier gerne meinen Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Dann war es das wieder. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag euch. Tschüss.